It's alive! It's alive! Ja, herzlich willkommen zu einem Evil Ed Special und diesmal ist es ein ganz besonderes Special, denn ich habe mir eingeladen, unser einziges Evil Ed Ehrenmitglied seit 1986, Dr. Rolf Giesen, der bekannt ist als Filmhistoriker, als ganz, ganz großer Vertreter des fantastischen Films, des Zeichentrickfilms und der uns ganz, ganz viel zu erzählen hat. Aber er hat ein neues Buch auf dem Markt und da wollen wir ihn zuerst mal zu fragen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dr. Giesen. Hallo, lieber Dir. Schönen guten Tag und auch den Zuhörern. Einen schönen guten Tag vom Stettiner Haff aus, wo ich jetzt mit meiner Frau lebe. Also ganz weit während der Corona-Zeit, ganz, ganz weit draußen. Und wir sehen kaum Menschen hier, nur Gott, Wasser. Aber Sie sehen Wasser und Sie sehen Bäume, Sie haben also das Grüne um sich rum. Das ist doch schön. Es ist so, als hätte sich gar nichts verändert. Es ist sehr interessant. Ich bin zweimal mit einer Pandemie konfrontiert worden, bevor wir vielleicht über das Buch reden. Ja, kein Problem. Ich schweife immer gerne ab. Gerne. Ich habe vor 15 Jahren, als ich noch in der Deutschen Kinemathek war, mit einem Virologen gesprochen. Und der sagte mir, binnen 20 Jahren müssen wir mit einer weltweiten Pandemie rechnen, die Zeituhr tickt. Das war, ich war etwas nervös. In China gab es damals auch schon verbreitete Seuchen und so habe ich mich halt informiert. Und das war einer der Gründe, weswegen ich dann auch aufs Land gegangen bin. Und noch vor anderthalb Jahren habe ich ein Buch gemacht, das hat keiner wahrgenommen. Das heißt, der Angriff der Zukunft auf die Gegenwart und ich fand, es war mein wichtigstes Buch, aber es hat wirklich niemand registriert in einem kleinen Kölner Verlag. Ist auch an mir komplett vorbeigegangen. Ja, ist fast an den meisten, hat niemand, wie gesagt, niemand, auch kaum besprochen worden. Und da steht eine Zeile drin, dass Pandemien und andere Dinge die Zeitenwende zum digitalen und virtuellen beschleunigen werden. Das heißt, es ist dann schon ein Trend gewesen zum Cocooning. Wir gehen auch nicht mehr ins Kino. Wir haben alles Home Entertainment. Wir bestellen alles. Die Leute, wie gesagt, isolieren sich auch und werden langsam auch digitalisiert. Und diese Pandemie, die wir jetzt haben, wird dieses Verhalten einfach nur beschleunigen. Nicht? Das ist also Dinge, die sowieso in den nächsten 10 Jahren passiert wären, die passieren jetzt etwas schneller. Und das finde ich gar nicht schlecht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ja, gut, für viele ist es, wir wissen nicht, was für, wenn wir, es gibt ja eine Reihe von Science-Fiction-Autoren, die ich sehr gut fand, das sind aber nicht die handelsüblichen Namen oder nicht nur handelsüblichen Namen. Das sind so Leute wie, schätze ich jetzt mal, John Bonner. Ja, klar, der wäre dabei, aber nee, es sind wesentlich ältere, es ist natürlich zum einen George Orwell, weil der Neusprech aufgebracht hat. Neusprech als Sprache ist ja eigentlich keine stalinistische Sprache, sondern Computersprache. Richtig. Das heißt, wir sind heute mit diesen Begriffen, wir haben eine eigene Sprache, die wir benutzen dann. Natürlich Stanislaw Lem mit seiner Phantomatik, der eben gesagt hat, die virtuellen Bilder werden irgendwann so realistisch, dass man glaubt, man ist in seiner Wohnung mit anderen Personen zusammen, die rein virtuell sind. Dann ist es Daniel Francis Galloyer, der einen Roman geschrieben hat, 1964 veröffentlicht, Simulacron 3, genau. Und das war ja dann von Fassbinder verfilmt für den WDR als Welt am Draht. Wo eine Parallelgesellschaft, eine virtuelle Parallelgesellschaft nicht weiß, dass sie virtuell ist. Und der Größte unter ihnen, Karel Čapek, der Tscheche, wird häufig nicht mehr erwähnt, wegen zwei Dramen. Das eine, klar, ist natürlich das Rossums Universal Robots, wo er das Wort Roboter erfunden hat. Richtig. Und dann die weiße Krankheit. In der weißen Krankheit redet er über einen chinesischen Virus. Der in einem chinesischen Krankenhaus ausbricht, dann die ganze Welt erfasst und nur Leute älteren Jahrgangs hinwegrafft, also Leute 46, 50 Jahre, die werden hinweggerafft, nicht die Jüngeren.
Und ein Diktator, damit war Hitler schon gemeint, der sagt, ich brauche ja nur die Jüngeren, die Älteren sind für mich. Die weiße Krankheit ist 1937 auch verfilmt worden mit Hugo Haas in Prag. Und kaum jemand kennt diesen Film, der eigentlich heute sehr aktuell wäre. Da kommen wir ja in das Problem generell mit den tschechischen Filmen. Ne? Die kennt ja sowieso kaum einer. Die kennt kaum einer, obwohl die slowakischen zumindest, die Karel Seemann-Filme sind sehr bekannt gewesen. Die Animationen, die Reise in die Urwelt, Erfindung des Verderbens, die tschechischen Puppenfilme von Jerzy Trinka eigentlich auch. Aber auch Filme wie Krakatit geht ja auch zurück auf Karel Čapek in den 40er Jahren. Ich glaube, da war dann eine Darstellerin, die später nach Amerika geht, Queen of Outer Space. Und dann spielt irgendwie Queen of Blood, oder wie das hieß, so ein Weltraumvampir. Das war eine tschechische Darstellerin, die in Krakatit mitgewirkt hatte. Also die Tschechen überhaupt sind, was humoristische, Humoresken angeht, aber auch tiefergehende Sozialdramen wie auch Animationen. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir im Grunde auf das Buch Bienenstich und Hakenkreuz. Genau, guter Übergang, sehr guter Übergang. Denn die Deutschen wollten ja erstens Disney Konkurrenz machen, das war das Wesentliche, denn sowohl der Führer als auch Goebbels waren erklärte Disney-Fans, Zeichenfilm-Fans. Disney hatte die europäischen Märkte während des Zweiten Weltkriegs verloren. Und nun dachten die Deutschen, wir steigen ein und bauen die größte Trickfilmproduktion auf. Sie haben dann 1941 sogar reichseigen eine deutsche Zeichenfilm-GmbH gegründet, die von einem Ministerialbeamten aus dem Propagandaministerium geleitet wurde, der ursprünglich Prokurist in einer Rügenwalder Wurstfabrik gewesen war. Also ein richtiger Fachmann. Also für den Zeichenfilm überhaupt nicht geeignet. Und sie haben das in großem Stil gemacht und haben so bis 1950 ein Produktionsprogramm installieren wollen. Zuerst Kurzfilme und dann abendfüllende Filme und so weiter. Und das ging nicht gut. Nee, sie sind nicht weitergekommen, Lehrlinge, Zeichner. Sie haben wirklich 5 Millionen Reichsmark da verbuttert und es kam dann ein Kurzfilm heraus. Und kurz vor Toreschluss haben sie gesagt, dann müssen wir eben europäisch arbeiten und müssen alle, die in Europa in der Lage sind, Cartoons zu machen, unter deutscher Leitung zusammenfassen. Das waren Firmen in Frankreich, Italien, Dänemark und vor allen Dingen auch in Prag. Und die kamen nach Prag und haben sich gewundert, dann haben sie dort probiert, einen Kurzfilm zu machen, eine Hochzeit im Korallenmeer und gesehen, die Tschechen waren viel weiter technisch als sie. Natürlich. Die konnten wesentlich mehr, auch künstlerisch, und die waren richtig verblüfft, wie das überhaupt möglich war. Also Prag wurde ein richtiges Zentrum schon unter deutscher Okkupation für den Animationsfilm. Es ist interessant, dass alles dann nach dem Krieg passierte, die Deutschen butterten also Geld in die europäische Produktion und nach dem Krieg kamen auf einmal die großen Sachen. Das heißt, die Dänen kamen schon 1946 mit einem abendfüllenden Hans-Christian Andersen-Film, der an sich von den Deutschen noch finanziert war, was die Deutschen gar nicht mehr wissen. Mhm. An sich hätten die Deutschen noch gewisse Rechte an diesem Film. Dann kamen natürlich dann kam aus Italien 2 abendfüllende Filme, aus Spanien kam ein abendfüllender Film. Während der Okkupation sind die Prototypen der Schlümpfe erfunden worden. Und eigentlich ist die Asterix- und Obelix-Geschichte ja an sich eine Geschichte, die handelt nicht von Römern, sondern von den Bosch. Die Besetzer sind natürlich die Deutschen. Und dass das Dorf, das da Widerstand leistet, das ist die Resistance. Allegorie, die weiß man aber eigentlich auch. Ja. Also das ist schon relativ offensichtlich. Und wir leben eigentlich in einer Zeit der Entgeschichtlichung. Also wo sich viele Menschen im Grunde nicht mehr für Geschichte interessieren. Ich hatte probiert, Bienenstich und Hakenkreuz auch
als Dokumentation vielleicht an einer Fernsehproduktion anzubieten. Und die sagt, was Auschwitz, Dachau, dafür interessiert sie. Also unsere Kinder interessieren sich nicht dafür. Die sind ganz anders drauf. Ja, das, ja, ja. Das Interessante also, das Interessante ist ja, ich interessiere mich ja auch schon für die Geschichte des Zeichentrickfilms seit Anfang der 80er. Hab dann auch die bekannten Bücher gelesen. Da gibt es ja auch ein wunderschönes, großes Buch vom Zeichenfilm. Das habe ich natürlich auch im Regal stehen. Aber das ist immer so eine Lücke. Der deutsche Zeichentrickfilm ist eine Lücke. Ja. Und es wäre nicht möglich gewesen, ihn aufzuarbeiten, wenn nicht Pierre Storm in Essen gewesen wäre. Er war in Berlin. Ich habe ihn in Berlin getroffen. Wir haben zusammen eine Ausstellung gemacht in den 80er Jahren in Berlin und Frankfurt. Und er hat sich dann fokussiert auf den deutschen Zeichenfilm und hatte die Idee, er interviewt die noch Lebenden. Ohne diese über 20 Stunden Interviews, die er geführt hat, mit heute verstorbenen Menschen wäre die Geschichte nicht rekonstruierbar. Und so wissen wir, dass also die deutsche Zeichenfilm GmbH, als sie schon schwamm und kaum mit der Produktion zu Rande kam, obwohl sie so viele Lehrlinge hatte und Zeichner, 200 Leute waren da beschäftigt. Da wurde auch noch Teile der Anlagen bombardiert in Berlin. Also die Lehrwerkstatt wurde bombardiert und noch Teil des Ateliers. Und so hat man sie dezentralisiert. Und ein großer Teil kam nach Dachau. Ja. 1944 in ein Künstlerheim, die Moosschweige. Das war nicht sehr weit weg vom Konzentrationslager. Und nun aus den Interviews zu hören, wie sich diese Leute gewunden haben. Unglaublich. Vor allem der Chefzeichner Gerhard Fieber sagte, ja, KZ, ja, so richtig, wir wussten das nicht, ja, da war was. Und wir haben auch mal gesehen, Häftlinge, aber nur eine Zeichnerin ist mal im Schwarzen Express gefahren. Der Schwarze Express hieß so, weil SS-Leute ihn frequentierten. Der ging von Dachau nach München. Und die zwei SS-Leute, die haben sie eingeladen, du kannst ja mal gucken kommen ins KZ. Und dann hat die berichtet, ja, die Häftlinge und Tausende, und das haben die anderen nicht geglaubt. Umgekehrt war aber eine Zeichnerin, die sehr deutsch war, die dann später in Göttingen lebte, die war angeblich sogar mit einem SS-Mann verlobt, hat sie behauptet, wollte aber auch nichts gesehen und nichts gewusst haben. Außer einigen Häftlingen, die so in Holzlatschen mal durch den Tunnel gingen, von Schäferhunden bewacht. Und das Schlimme ist, dass das für die ja eine Zumutung war. Nicht für die Häftlinge, sondern für die Deutschen, dass sie solche Häftlinge auch noch sehen muss. Ja, genau. Es ist also eine ganz, ganz gruselige Sache, wenn man das so überlegt. Ne? Was mich unglaublich fasziniert ist bei den Gründern des deutschen Zeichenfilms, dass da Leute bei waren wie der Plauen, der Vater und Sohn gezeichnet hat. Oder der Manfred Schmidt, der den Nick Natterdon gezeichnet hat, den ich ja da hinten auch stehen habe. Oder Friedrich Luft, der Meterstimme der Kritik war. Ja, die hatten einen künstlerischen Arbeitskreis und haben dort probiert, jeden humoristischen Zeichner oder Autor zu verpflichten, und jeder durfte Ideen einreichen. Es sind tatsächlich Dutzende von Ideen eingereicht worden, zum Beispiel Luftikus im siebten Himmel, das war so eine Parodie auf Quacks, den Buchpiloten, oder Manfred Schmidt, der Nick Natterdon gemacht hat, hat eine anti-amerikanische Satire geschrieben. Genau. Also eine rassistische Geschichte fast. Ja, ja. Und das wundert mich sowieso generell. Also diese Leute sind ja auch relativ schnell aus dem Kader verschwunden. Die hatten ja auch gar keine Lust, da mal weiter damit zu arbeiten, weil, ich schätze mal, der Neumann war denen auch nicht so sonderlich sympathisch, der Leiter. Neumann war natürlich ein hundertprozentiger Nazi, und der Dramaturg, den er bei sich hatte, Frank Leberecht, der später sogar mal mit Wolfgang Staudte nach dem Krieg zusammengearbeitet hat, der Leberecht war auch nicht zeichenfilmaffin und hat alle Geschichten abgelehnt, die besten Geschichten abgeben, bis auf eine über einen Kanarienvogel, der in die Freiheit entkommen will, in der Freiheit aber nur Katzen und Mord und Totschlag sieht und dann zurück in den Käfig will. Also auf sich zurück. Ausgerechnet diese Geschichte wurde dann verfilmt, und eine der Co-Autorinnen, die Leberecht genommen hat, war dann die Liberta Schulze-Beusen, deren Mann
zur Roten Kapelle gehörte. Also zu einer Verschwörergruppe gegen die Nazis, und sie selber wurde mit ihrem Mann in Götzensee hingerichtet. Also die Co-Autorin dieses Films. Das Verwunderliche ist, dass die Amerikaner ja antideutsche Cartoons machen. Die machten richtige Propaganda. Der Führer's Face, Education for Dead, Reason and Emotion. Ja. Und die Deutschen machen statt Propaganda-Cartoons Kanarienvogel. Kanarienvogel, Gewalt und Wiesenromantik. Vor allen Dingen wollten sie natürlich die Biene Maya machen. Ja, ja. Die hoch auf der Agenda stand. Aber sie kamen mit dem Waldemar Bonzels finanziell nicht so recht zusammen. Ja, und der darum hatte heißt das Buch nämlich auch Bienenstich und Hakenkreuz. Ja. Und die Biene Maya, ich habe das da mal erwähnt, es gibt ja da auch Abhandlungen drüber über Bonzels und Affinität zu den Nazis. Und das, da haben die Hörer sehr pikiert reagiert und haben gesagt, ja, da kamen irgendwie Reaktionen wie, ja, Hitler hat auch mit Gabel und Löffel gegessen. Soll man deshalb in Deutschland in Zukunft Gabel und Löffel verbieten? Also ja, solche Sachen. Das Bekannte halt. Sind die Leute, die was aus der Vergangenheit erzählen, die braune Vergangenheit, und damit muss Schluss sein. Also solche Reaktionen kamen da. Man kann eben nicht so richtig assoziieren, dass ja nach 45 die ganze Geschichte weitergegangen ist. Die Leute, nicht, die zumindest in Westdeutschland, die bei den Nazis tätig waren, ob es Lieben einer war, ob es Veit Harlan war oder der Zeichenfilmer Gerhard Fieber, der in Dachau gearbeitet hat und dort Schnuff den Nieser begonnen hat, den er dann für die DEFA beendet hat, der dann zum Schluss 20 Jahre bei den Mainzelmännchen gelandet ist, die ganze Mainzelmännchen produziert hat. Das ist alles losgelöst von der braunen Vergangenheit. Ja, 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 die gab es ja gar nicht mehr, plötzlich. Die also die braunen Leute gab es ja gar nicht mehr. Es gab ja gar keine Nazis mehr. Also die waren ja alle weg nach dem Krieg. Ja, ja. Das ist ja die Situation, in der Sie, sage ich mal, aufgewachsen sind. Ja. Als Kind. Also die Situation komplett ohne Nazis. Und ich bin ja in einer Situation dann aufgewachsen, wo dann schon klar war. Das war interessant. Niemand hat was gewusst, aber in unserer Familie wussten die Leute was. Und ich habe immer wieder gehört, Vergasung, ja klar, die wussten das. Mhm. Es ist nicht so, Helmut Schmidt hat immer, wir wussten nichts davon. Und ich weiß noch als Kind, dass das wurde bei uns erzählt. Und mein Vater hat sehr, er war im Russlandfeldzug als sehr, sehr junger Mensch und hat viel erzählt. Eine Geschichte, die er ist nebenbei immer dann nach Berchtesgaden in Urlaub gefahren, aus irgendeinem Grund immer nach Berchtesgaden. Aber eine Geschichte, die er erzählte, war, er war dann mit seinem Kameraden im Zug, wurde natürlich an die Front geschickt, und da gab es einen Zwischenaufenthalt, und da hatte wohl ein Deportierter, am anderen Gleis war ein Deportierter, und der hatte 3 Zigarren gestohlen. Und angeblich kam ein Offizier zu meinem Vater, der bewaffnet war, und sagte, erschießen Sie den Mann. Und mein Vater hätte sich geweigert, so hat er es behauptet, woraufhin der Offizier dann das Gewehr abgenommen hat und hat den Mann selber erschossen wegen 3 Zigarren. Das waren Geschichten, die ich sehr, sehr früh hörte. Und deshalb war mir das immer diese, also Unkenntnis oder wir wussten nichts. Gegenüber im Haus bei uns, ich bin in Mörs, nicht weit von Düsseldorf entfernt groß geworden. Und unsere Nachbarn waren gegenüber bei Nazis. Goebbels ging dort in der Rheinberger Straße ein und aus in den frühen 1920er Jahren. Das steht auch drin in seinen Memoiren. Nicht? Da steht drin, ja, in der Rheinberger Straße, und die Leute sind ja treu deutsch. Und diese Leute habe ich noch als Kind gesehen, wie sie zum Einkaufen gingen und so weißhaarig die Frau. An diesem Haus war früher ein Hakenkreuz angebracht, das natürlich nach 45 abgesäbelt wurde. Also die Leute lebten, die Geschichten waren, in manchen Familien wurde nicht diskutiert, aber in vielen wurde diskutiert, wurden die Kriegserlebnisse geschildert, und die Filme, die damals liefen, die beförderten das ja, die in den 50er Jahren, Filme wie Rommel, der Wüstenfuchs mit James Mason, die 0815 Filme, Hunde wollte ewig leben, aber auch der beste Antikriegsfilm, den wir jemals hatten, Die Brücke von Bernhard Wicki. Und diese Filme
liefen parallel natürlich zu den Kriegsfilmen der Science Fiction. Der erste Kriegsfilm der Science Fiction, den ich gesehen habe, war Weltraumbestien. Das war 1959. Mhm. Das war ein japanischer Film von Honda und Tsuburaya. The Mysterians. Und ich erinnere den noch sehr gut, natürlich bin ich rein an. Kinder mögen eben diese Kaiju, diese Monster. Hallo. Das war auf dem Plakat, war der Riesenroboter drauf, der noch kurz im Film zu sehen war, aber das war das zentrale Ereignis gewesen. Also schon für mich hat sich als Kind sehr die Kriegserzählung des Zweiten Weltkriegs verbunden, mit auch mit den utopischen Filmen, die ich gesehen habe. This Island Earth, Metaluna 4 antwortet nicht, oder der, was mich sehr beeindruckt hatte damals, der Schweigende Stern, der bei uns Eva-Film, der gekürzt bei uns lief, als Raumschiff Venus, antwortet nicht. Auch im Grunde eine Art Kriegsfilm, frei nach Stanislaw Lem, den aber nie sehr gemocht hatte. Ja, also das ist ja sowieso der fantastische Film nach dem Krieg, kam ja generell erstmal aus dem Ausland, weil wir in Deutschland ja gar keine gemacht haben. Wir haben uns ja da zurückgehalten. Ja. Stilmäßig nett, wie wir waren, haben wir uns da komplett rausgehalten aus dem Thema. Wie war das denn in den 50ern? Also ich meine, für mich, ich habe die 60er, die späten 60er und die 70er im Kino verbracht, sage ich mal. Ja. Ja. War das für ein Kind in den 50ern, End-50er bis Mitte 60er denn genauso? Konnte man damals als Kind Kino so erleben? Ja, natürlich noch mehr, denn die anders als heute, wo jede Woche ein Blockbuster kam, bis zum Eintritt der Corona-Krise, war es damals so, dass man auf die großen Sachen immer 2-3 Jahre warten musste. Ein Harryhausen-Film sind bei 7. Reise, dann musste man warten bis Herr der Drei Welten, dann musste auf die geheimnisvolle Insel warten, auf Disney-Filme. Mein erster war Paris Abenteuer, das war dann ein Naturfilm, als Zeichenfilm war es dann Dornröschen, der Prinz, 1959. Mhm. Und dann musste man wieder 2-3 Jahre warten auf den nächsten. Also das war ja eine Wüste. Und man wartete sehr gespannt. Das war wie Weihnachten natürlich, wenn so ein großer Film kam. Das war etwas ganz Bedeutendes. Das war anders. Fernsehen haben wir in unserer Familie, wann war das so, 1961 bekommen. Aber da es nicht sehr viele Spielfilme im Fernsehprogramm gab, war das Kino noch relativ wichtig und blieb relativ wichtig so bis Mitte, Ende der 1960er Jahre. Und wenn ich heute Filmchroniken lese, deutsche Filmchroniken, wundere ich mich, wie man sagt, das sind nicht die Filme, die ich gesehen habe. Das sind nicht die Filme, die ich nur seit Ende der 50er und den ganzen 60er Jahren im Kino wahrgenommen habe, auf den Spielplänen. Das waren andere Filme. Und die tauchen in diesen Filmchroniken nicht auf. Und es ist ähnlich für die 1920er Jahre, für die Stummfilmzeit, wo man sagt, die Deutschen haben ja so eine Riesenblüte gehabt. Das war eine Handvoll Kunstfilme. Aber die meisten Filme waren belanglos und banal und tauchen selbstverständlich in keiner der Filmgeschichten auf. Das wird also richtig verwässert. Es ist dann immer wieder Metropolis und das ist immer wieder Caligari und da hört es dann auf. Also, weil für mich war das ja, ich bin ja nun mal in einer Zeit aufgewachsen, wir hatten ja schon Farbfernsehen. Wir hatten ja dann Anfang der 70er haben wir ja auch Farbfernsehen bekommen. Und ich hatte ja auch schon die Möglichkeit, im Fernsehen einiges an Filmen zu sehen, speziell Klassiker, die ich ja sonst nicht zu Gesicht kriegen konnte. Das war ja auch vor der Videozeit. Also ich hatte ja die Grundlage, ich konnte das ja alles noch nachholen. Aber auch die aktuellen Sachen. Wir hatten nur damals zwei Möglichkeiten. Wir hatten nur die Filmprogramme, illustrierte Filmbühne. Es gab keine großen Filmzeitschriften, so etwas. Natürlich gab es die Branchenblätter und ich habe auch eins abonniert. Schon in den 60er Jahren habe ich den Filmdienst gehabt und ich habe dann die Filmblätter gehabt. Aber es gab auch wenig Literatur, sterblicher Film. Es gab von Caligari zu Hitler, aber es war nicht mehr ein Murnau-Buch, gekürzt von Lotte Eisner.
Man musste also sehr, sehr die Informationen zusammensuchen. Wir hatten im Grunde, was Filme angeht, wie gesagt, die illustrierte Filmbühne, die man nachbestellen konnte. Und wir hatten natürlich 8mm Filme. Es kamen dann raus Heimfilme. Und ich hatte meinen ersten Projektor, ich glaube, das war 1959. Das war noch ein Ozzafan-Projektor mit Kurbel betrieben. Mhm. Das waren zwei Filme, die ich hatte. Aber dann sah ich in einem Fotogeschäft die Aussage Film Office, französische Edition bei Globus Film, Mickey Mouse. Da ich die Mickey Mouse-Hefte kannte, sah ich jetzt 15 Meter Mickey Mouse-Filme. Also musste ein normal 8mm Projektor her, damit man diese Mickey Mouse-Filme kaufen konnte in Farbe. Ich weiß, das erste war ein Donald Duck-Film in Farbe, 15 Meter stumm. Mhm. Dann kam ab 1962 Magneton. Auf einmal hatte man drei Filme zusammengeklebt mit Magneton, Disney-Filme, und dann versehentlich angeschrieben die Verleiher, ob sie 8mm-Filme hätten, dann schickten sie zurück Kataloge von 16mm Lichttonfilmen. Das war natürlich noch besser. Und so kam ab 1964 der 16mm-Film, und es kamen die kompletten Spielfilme. So, das war also immer so etwas, dass man die Filme haben und sehen wollte. Es war sehr schwierig, die Filme zu sehen. Ich weiß, The Lost World, zum ersten Mal, dass ich Lost World 1925 sah, war, glaube ich, 1970, 71 in Düsseldorf, in der Düsseldorfer Cinemathek, was das damals war, von Klaus Jäger. Und ich habe den Anfang versäumt und bin noch gerade zu den Dinosaurier-Szenen zurechtgekommen. Es sind also sehr weit gefahren, auch in Berlin, Nachtvorstellungen um 23 Uhr in andere Stadtteile, nur um einen bestimmten Film zu sehen, was man sich heute nicht vorstellen kann. Ja. Heute hat man Streaming oder man hat eine DVD. Das ist ja ganz einfach. Ja. Aber wir haben also einen riesen Nachholbedarf gehabt. Wir haben gelesen dann über diese Filme und haben gesagt, das haben wir alles nicht gesehen. Und wo wird es möglich sein, diese Filme überhaupt zu sehen? Bis ich zum Beispiel Bela Lugosi-Filme komplett sozusagen gesehen hatte. Alles, was verfügbar war, hat viele, viele Jahre gedauert. Ja, ja. Heute wäre das ganz, ganz einfach. Ja, ich finde das immer interessant, wenn man sich mit jüngeren Leuten unterhält, die dann immer sagen, ja, wie, du hast damals Super 8 gehabt. Das waren dann nur 20 Minuten, 15 Minuten. Ja, sage ich, das war aber für mich die einzige Möglichkeit. Ja, drei Minuten. Es waren, die Filme waren nicht mal schlecht gekürt. Sie erinnern an Genrefilm. Die haben gehabt Gigant des Grauens und Drache der schwarzen Spinne. Da haben sie die Rechte gehabt. Der Mercator hatte die Verleihfassung rausgemacht und sie selber haben die 15 Meter Stummfassung. Und die waren verdammt gut geschnitten. Das heißt, auch wenn ich Tarantula sehe, die 15 Meter Fassung, die ist so gut wie... Die Highlights sind da. Die Highlights sind da. Das waren also richtige, teilweise richtige Profis, die diese Kurzfassung gemacht haben. Später kam 60 Meter Fassung, 120 Meter Fassung, aber auch dann ging man über auf einmal zu Komplettfassungen, die teilweise auch schwarz gezogen waren. Das in Berlin gab es dann eine richtige Szene. Ich lebte ja dann ab 1972 in Berlin, dann waren die Comic-Fans waren Fantasy-Fans und Filmfans, und so kam diese Sammlerszene zusammen. Was wir nicht hatten, war allerdings ein Genrebegriff. Ja, ja, genau. Das muss ich betonen, das war uns nicht wichtig. Film war Film. Natürlich liebten wir besonders bestimmte Filme, das heißt utopische Filme, Horrorfilme. Aber wir gingen genauso gut in den Dritten Mann und die Sieben Samurai, Kurosawa, rauf und runter. Alles, was gut war, war für uns wichtig. Genau. Die Marginalisierung zum Genre kam in den 70er Jahren. Sie kam aus Amerika und aus Frankreich und da ging etwas in die Brüche. Auf einmal war man zuständig für etwas, aber nicht mehr für den Mainstream, sondern nur noch so für die Nische. Also ja, du bist jetzt zuständig für Horror, du darfst aber nicht über Orson Welles oder Fassbinder. Das darfst du nicht machen. Deshalb haben wir bei uns im Podcast, haben wir eine Hälfte haben wir immer einen Themenbereich aus dem fantastischen Film und haben dann genauso lang haben wir immer einen Bereich, was ich gerade gesehen habe. Ja. Weil da kann man dann die anderen Sachen auch mal erwähnen. Da kann ich dann mal sagen, wie gesagt,
wie Sie gerade gesagt haben, der dritte Mann. Ich habe mir jetzt eine neue Blu-ray-Version gekauft. Ja, hab die geguckt. Und man entdeckt so viele fantastische Details, die einem immer entgegengegangen sind, weil den dritten Mann habe ich noch nicht im Kino gesehen. Nicht im Kino? Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Da hatte ich den Vorteil, das war wenigstens noch eines, dass ich die meisten Filme, die wichtigsten Filme noch auf der Kinoleinwand gesehen habe, auch die Klassiker. Ja. Wir hatten natürlich in Berlin das Kino Arsenal oder das Zeughauskino. Genau, Berlin war natürlich toll. Ich konnte wirklich alles auf der Leinwand sehen, was wichtig war, die ganzen Japaner rauf und runter. Natürlich waren es immer die geschichtlichen Sachen, bis es dann aufhörte. Ab einer bestimmten Zeit waren die neueren Filme uninteressant. Das heißt, wenn ich heute gefragt werde, ich habe 100, 200, 300 Filme pro Jahr gesehen, also auch alle neuen Sachen. Aber die waren sofort weg, die waren sofort gelöscht. Ich kann oft bei einem alten Film, das Langzeitgedächtnis funktioniert, sagen, an welchem Tag ich es sah. Ich habe jetzt ein Audiokommentar gesprochen, The Angry Red Planet, Weltraumschiff MR1. Ach, kommt er jetzt auch bei Anolis? Endlich. Und ich weiß noch, ich habe ihn an einem Dienstag in Moers, in welchem Kino, um welche Uhrzeit, ich weiß es genau. Aber ich könnte nicht sagen, wann ich zum Beispiel, klar, ich weiß, den letzten Star Wars-Beitrag kann ich auch noch, ja, es war kurz vorbei. Aber bei den meisten Filmen kann ich es nicht mehr. Nee. Und da ist auch fast alles gelöscht. Es sind auch keine markanten Sequenzen mehr geblieben, weil die Aufmerksamkeit natürlich als Jünger wesentlich größer ist. Und alles, was danach kommt, ist unwichtig. Es ist also fast unwichtig, ob ich den Film gesehen habe oder nicht. Es ist oft ja nur eine Zeitverschwendung. Wenn von den Filmen, die ich pro Jahr gesehen habe, waren 20% vielleicht wichtig, aber 80% waren Zeitverschwendung. Ja, das ist mir auch in den letzten Jahren aufgefallen. Also wenn ich jetzt auch in die letzten 20 Jahre zurückdenke, was ist davon an wichtigen Filmen geblieben? Ich sage jetzt auch mal rein Genrefilme. Ja. Da ist nicht viel, da ist gar nicht viel. Was mich jetzt oft weiß man erst so 50 Jahre später, was für ein Film bleibt. Und das sind dann die Filme, die man unter Umständen immer wieder ansieht. Das ist ja interessant, es gibt Filme, auch neuere Filme natürlich, von denen man sagen kann, die kann ich ein zweites, drittes, viertes Mal sehen. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die kam aus einer sehr betuchten Familie. Und die hatte eine Strafe. Die hat einmal die Schule geschwänzt als Schülerin und hat sich einen Film angeguckt. Was war die Strafe? Hat mich bestraft. Das ist die typische Zigarettenstrafe, ne? Du musst dir den Film jetzt immer wieder angucken. Richtig. Die musste ein zweites, ein drittes und viertes Mal bis und die hat es nicht mehr ausgehalten. Das war eine furchtbare Strafe. Es kommt auf den Film an. Es kommt auf den Film an. Wenn es jetzt, sage ich mal. Film, aber es war eben nicht der dritte Mann, es waren nicht die sieben Samurai. Oder der weiße Hai. Wo eben so viele Details sind und wo die Darsteller auch anders waren. Also jede kleinste Rolle war ja sehr, sehr gut besetzt, was wir heute nicht haben. Natürlich ist bei mir immer noch eine Aversion gegen viele deutsche Filme, weil ich meine, dass die deutschen Schauspieler sehr schlecht sind. Sehr künstlich. Künstlich, zu lange Pausen machen, sie haben keine überlappenden Dialoge, immer diese Kunstpausen. Und wenn ich dann gegen italienischen oder spanischen oder französischen Film sehe, eine Lebendigkeit, eine Natürlichkeit, die hier völlig weg ist. Und ob es nun ein Tatort ist oder irgendein sonstiger Spielfilm. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich dann diese hochgelobte Serie Dark geguckt habe bei Netflix. Diese deutsche Science-Fiction-Serie. Die ist von der Thematik, von der Story her toll gemacht. Die hat auch tolle Ideen. Aber die Schauspieler spielen, als wenn die in einem Tatort wären. Als wenn die steif, die Dialoge runtergelabert. Und das ist also unerträglich. Über 10 Stunden kann ich mir das nicht angucken. Das geht gar nicht. Da ist mir meine Zeit mittlerweile auch zu schade. Es mag in Deutschland andere Darsteller geben, aber die, es sind ja von den Schauspielern, die es gibt, sind immer nur 10% oder 5% gut beschäftigt. Die verdienen natürlich Unsummen, die anderen sind arbeitslos. Und die Arbeitslosen sind die Guten meistens. Die gut beschäftigt werden natürlich dauernd gecastet. So können wir es nicht sagen. Es hängt vielleicht auch ein bisschen mit der deutschen Sprache zusammen, die ein bisschen, die ist hart. Zu lang.
ist einfach, es ist keine schöne Sprache. Ich schreibe lieber Englisch. Und wenn ich im Englisch manchmal dann übersetzen muss, ein Brief aus der Nazizeit, wie eben Dokumente zum Zeichenfilm, das ist unglaublich. Es ist ja so schlimm, einen bürokratischen deutschen Brief zu übersetzen. Und so sind diese Leute auch. Sie sind unsicher. Die Germanen sind ein sehr unsichere Völker gewesen und haben sich immer im Wald versteckt. So hat ein Schweizer Philosoph Borkenau mal behauptet, immer, und dann haben sie den anderen aufgelaut, haben sie von hinten erstochen. Sie hätten keine persönlichen Götter gehabt und hätten nur Numina angebetet, den Schwertspitzen, mit denen sie andere töten konnten. Also eine sehr neidische Volksgruppe. Und auch bei Fassbinder konnte man sagen, hätte der länger gelebt, dann wäre er auch einen Kopf kürzer gemacht worden von den Kritikern. Die Deutschen können nicht leiden, wenn jemand hoch. Da muss immer ein Kopf, irgendwann muss er weg. Das ist Roland Emmerich so passiert. Ich war sogar dabei, als er in einem kleinen Berliner Kino, im Hollywood-Kino, seinen Film Moon 44 vorführte. Und da ein Bekannter von mir kam raus, ganz, oh, ein schlechter, oh, das ist ja Mann, so ein Dreck hier. Ja. Und der stand da und hat sich das, und später hat erzählt, das war für ihn. Da hat er gesagt, jetzt gehe ich rüber. Das war im Grunde der Auslöser, geht nicht. Dann kam er zurück und war natürlich der gefeierte Held. Ja, gerade der Emmerich, der ja nun wirklich auch in der Garage angefangen hat mit seinem Arche-Noah-Prinzip. Und da plötzlich etwas gemacht hat, was es in Deutschland... Reiche Eltern, der Solowerke. Und die haben natürlich Geld reingesteckt. Aber er ist natürlich einen Weg gegangen, den konnte er nur im Ausland gehen. Ja, ja. Die meisten können in Deutschland nur bis zu einem Zeitpunkt gehen. Und danach werden sie einen Kopf kürzer gemacht oder sie sterben freiwillig vorher. Und dann Ingeborg Bachmann, echt Österreicher, und dann werden sie natürlich... dann werden sie natürlich in den Himmel der Kunst befördert. Nicht? Die Deutschen haben auch ein interessantes Verhältnis wohl auch zum Selbstmord. Nicht? Denn wenn man sieht, die Nazis, das war ja auch ein Selbstmörderclub, um mit Robert Louis Stevenson zu reden, Hitler, Eva Braun, Goebbels, Göring, Robert Ley, Himmler, so alle die Kapsel Cyanid oder ähnliches schon im Mund. Nur die Verantwortung nicht übernehmen. Ne? Nur die Verantwortung übernehmen, aber sie waren immer schon prädisponiert für den Selbstmord. Mhm. Würde Fassbinder heute beim Tatort arbeiten, wenn er noch leben würde? Wäre er so? Das wäre eine interessante Frage. Er wollte ja unbedingt Filme machen, egal wie am Anfang seiner Karriere. Wenn es ihm am Anfang gekommen wäre, auf jeden Fall. Dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auf keinen Fall. Also wäre ihm das sehr früh in seiner Laufbahn gekommen, hätte es hundertprozentig gemacht. Wir haben ja auch den Robert Siegel, der interessant ist im Bereich des Horrorfilms, der ja regelmäßig für Aktenzeichen XY arbeitet. Und dort die grausigsten Episoden. Ja, klar. Er ist mehr präsent durch Aktenzeichen XY als durch seine anderen. Ja. Nur weiß es kaum. Dabei ist Laurin so ein toller Film, den hat noch keiner gesehen. Das ist richtig. Es ist wenig, aber die Aktenzeichenfolgen, die haben Millionen gesehen. Ja, er ist einer der bekanntesten, unbekannten deutschen Regisseure. Ja, ja, das sehe ich immer, wenn ich auf Facebook seine Sachen verfolge. Die Leute, die reden dann über jede kleinen Schnipsel aus diesen Aktenzeichen-Dingern. Laurin kennt keiner, den hat keiner zu Hause stehen. Das ist also. Also da gilt der Prophet wieder mal nichts, ne? Also es ist das fantastische Genre, das mögen die Leute nicht in Deutschland. Seitdem es zum populären Film gehört, also Murnau, Lang, das ist was anderes. Aber irgendwann, als die Genre-Theorie kam, wurde ein eigener Kult des populären Films hochgetrieben. Und der behagte natürlich nicht den neuen, meist aus der Literaturwissenschaft kommenden
Archivaren und Rezensenten und Festspielleitern. Natürlich gibt es heute Genre-Nale und Genre-Filmzeitschriften, aber der Respekt ist fast gegen Null. Ich hatte einen Kollegen in der Kinemathek, der seit einiger Zeit verstorben ist, und der führte auch die Besuchergruppen des Museums. Als wir noch Harryhausen Science Fiction haben, hat er seine Besuchergruppe immer angehalten, hat die da weggeschickt und gesagt, das ist nur eine Abteilung, da müssen wir nicht rein. Nicht? Das war ja, das eben ist schon, ja. Teuer, nicht? Also das war, das Populäre musste man schlucken wie eine Kröte, aber es galt doch das Wort von Alexander Kluge, der irgendwie so sinngemäß gesagt hat, dass wenn 10 Leute einen Film von mir sehen, 10 besondere Leute, das ist, als ob 100 Leute einen normalen Film sehen. Also ja, diese 10 Leute wiegen eben 100 auf. Dadurch muss man, es geht eben auch um den Wert des Zuschauers. Es gibt die Leute, die nur jeden Dreck ansehen, es gibt die Leute, die das Besondere mögen. Und da wurde nur in Deutschland getrennt zwischen E und U. Das gibt es nirgendwo auf der Welt, E und U-Musik. Aber hier gibt es das. Das ist auch meist eine Unsicherheit, weil der Film vom Jahrmarkt kam, ein Jahrmarktsvergnügen ist, und das mögen diese Leute nicht. Sie haben dann probiert, die Bildsprache zu analysieren, wie sie Literatur auseinandernahmen. Das heißt, also es waren so Semiotiker. Es kamen dann die semiotischen Theorien auf. Und ich habe mal erlebt, John Landis war eingeladen nach Deutschland, und einer dieser Semiotiker, ein Ivo Ritzer, hat zu Blues Brothers eine Einleitung gegeben. Eine Dreiviertelstunde. In deutscher Sprache, was er gar nicht verstanden hat, der Landis, und das Publikum wartete auf den Film. Und der hat da Dinge gesehen zwischen Farben und Zusammenhängen in der Bildsprache. Er hat sich also richtig Mühe gegeben. Also er hat schon ein Gedankengebäude aufgebaut, das in sich aber hinfällig ist. Was ich merke, ist, das ist allerdings, das stimmt, ich habe oft, wenn ich einen Film gesehen habe, eine Idee, eine gute Idee. Das hat mit dem Film, sie kommt dann einfach. Und natürlich kann man beim Filme sehen oder beim Bilder sehen auf ganz andere Dinge kommen, also auf eine Metaebene kommen. Das hat aber nichts mit der Bildsprache zu tun. Es ist einfach ein Impuls, der dann kommt. Und darüber ist bisher wenig ausgesagt worden, welche Empfindungen oder welche Ideen oder was man dabei hat. Bei einem Propagandafilm weiß man es natürlich. Ein Propagandafilm soll eine bestimmte Wirkung, emotionale Wirkung haben. Aber es gibt auch andere Sachen, und plötzlich kommt was, und es ist kein, inhaltlich bleibt nichts von einem. Es bleibt kein Dialog, es bleibt nichts, es bleiben nur Sequenzen. Nicht? Das ist der Film, da war das Wagenrennen, da war das. Deshalb kriegt man auch meistens Anfragen, das ist das Schlimmste, was es gibt, von Leuten, die sagen, ja, ich habe mal einen Film gesehen vor 40 Jahren, da kommt das und das vor. Wissen Sie, wie der Film heißt? Da steigt eine Frau aus dem Zug und begegnet einem Mann, der hat einen Schnurrbart und hält einen Blumenstrauß. Wie? Ja, im Schwarz-Weiß oder was, es kommt sehr, sehr häufig, dass Leute sich an eine bestimmte Szene erinnern, nicht mehr an die Darsteller und Rendering herauszufinden, probieren, wie hieß der Film. Wobei es sich bei uns jetzt so eingebürgert hat im Freundeskreis, wir haben jetzt mittlerweile gemerkt, das, was im modernen Kino läuft, das kann man immer dann sagen, wenn man den Film gesehen hat, das ist der Film mit dem. Das ist der Film mit dem Rasenmäher. Das ist der Film mit der Fensterscheibe. Das ist der Film mit, aber mehr ist auch nicht. Das ist also nicht, dass es irgendwo hängen bleibt, sondern den kann man an einer Szene, kann man einen ganzen Film festmachen plötzlich. Ganz, ganz schwach. Das ist aber jetzt kommen wir in eine Zeit, wo naturbedingt die Kinos pleite gehen, was immer sagen, Leute haben geredet, die Zukunft des Kinos. Ich hielt das stets für Unsinn. Auch Buchtitel, die Zukunft des Kinos. Das Kino hat natürlich keine Zukunft. Denn die lebenden Bilder mutieren ja. Und einer der wenigen, der sagte, war ein Kameramann, Helmut Herbst, der gesagt hat, das ist die Flucht der Geisterbilder. Das sind heute Geisterbilder, die
die kann man nicht an der Kinokasse verkaufen, die sind virtuell, die sind digital. Hm. Und in dem Moment, wo man alles digitalisiert hat, hat man das Kino auch zur Disposition gestellt. Es ist nicht mehr exklusiv. Ein Film ist im Fernsehen wie auch im Video und was weiß ich später im Kino im Kopf wahrscheinlich, dass man direkt die Bilder des menschlichen Gehirns überträgt, präsent. Und es ist dann sowieso kein Film mehr. Film ist ja auch eine Definition, dass es ein Bildträger ist, ein bestimmter Bildträger. Und das haben wir ja heute schon nicht mehr. Haben wir nicht mehr, kennen wir Filmrollen. Ja. Ich habe noch ein paar zu Hause, nur um mich zu erinnern, dass ich noch 8 mm Super 8 habe, 16 mm, 35 mm und 70 mm. Bis auf 9,5 mm habe ich noch irgendwie alles da. Echt? Nur um mich 70 mm Kopie noch? Ja, ich habe noch Abschied in der Dämmerung von Ozu, den habe ich noch eine 16 Meter Kopie, ein paar kleine Schmalfilme habe ich auch noch zu liegen, alte Mickey-Maus-Filme auf Normal 8, ich habe noch Nosferatu, eine DEFA-Version auf Normal 8, auf Super 8 und dann noch mehrere 35er Kopien, die meisten sind am Archiv, aber ich habe einiges nur, weil man das ja sonst vergisst und dass es materiell ist. Ich habe Filme noch mit der Hand geschnitten und hatte ein Gefühl, ich war ziemlich schnell geschnitten. Bei digital zu schneiden ist was ganz anderes, als noch die materielle Berührung zu haben. Und ja, nicht nur das, man hatte ja auch den linearen Schnitt. Man konnte ja nicht, so wie heute, dass ich einfach sag, okay, da möchte ich noch 2 Sekunden drin haben, dann gehe ich nochmal zurück, schneide die 2 Sekunden da rein. Das war ja nun damals beim linearen Schnitt ein unglaublicher Aufwand. Das war ein Aufwand. Wer sagt die Leute, man braucht dann um einen Film zu sein, eine Woche. Wir haben es an anderthalb Tagen trotzdem auch noch linear geschafft. Aber das sind ja alles Entwicklungen, die jetzt so rasant werden und die interaktiven Medien sind viel stärker als die analogen. Und im Grunde ist ja Film weiterhin analog, weil es inhaltlich analog ist. Mhm. Ich kann nicht eingreifen. Mhm. Und auch das Fernsehen ist analog, bis auf der erste nicht analoge, also interaktive war der Goldene Schuss, eine Quiz-Sendung im zweiten deutschen Fernsehen, wo man anrufen konnte, dann musste man einen Kameramann, der eine Armbrust hatte, nicht? Dann musste man einen Faden treffen, an dem ein Geldsack hin. Wenn man den getroffen hat, fiel der Geldsack runter und man hat den gewonnen. Das war eine meiner ersten Fernseherinnerungen eigentlich damals. Ja, Lufan Burg noch, doch, den habe ich noch mitgekriegt. Ja. Da habe ich mitgekriegt, weil meine Pflegeeltern dann irgendwann gesagt haben, dieser Fremdgesgänger, weil er wurde ja dann irgendwann entlassen, weil er fremdgegangen ist. Was man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen könnte. Ja, nee, das ist heute gehört zum guten Ton. Damals, der hat natürlich, der hat leiden müssen. Der war jahrelang, war er weg vom Fenster. Ja. Und hat sich nie wieder davon erholt. Er hatte in den 80ern nochmal einen goldenen Schuss. 3 oder 4 Sendungen durfte er nochmal moderieren. Das wusste ich. Das habe ich jetzt, das ist schon gar nicht mehr präsent gewesen. Ja, die frühe Fernsehen. Ich weiß noch, diese Show-Sendung, die hatten eine hohe Einschaltquote, was heute unmöglich ist. Also es ist ja, Marginalisierung bedeutet, dass das alles atomisiert wird. Mhm. Es gibt nicht mehr, früher hat man sich getroffen am Montag und alle hatten dieselbe Fernsehsendung gesehen. Genau. Man redet. Das ist heute nicht mehr möglich. Jeder hat seinen eigenen Bereich, jeder hat seinen eigenen Kokon, wo er sich einwebt. Und dadurch ist man natürlich auch besser kontrollierbar und unter Umständen irgendwann auch selber in eine virtuelle Existenz zu überführen. Wer sagt, dass, was Galoyer geschrieben hat, eine virtuelle Parallelgesellschaft nicht doch irgendwann möglich sein könnte? Das habe ich immer bedauert, dass unsere deutschen utopischen Autoren eigentlich die meisten kein Format haben. Sie kommen von den Raketenheften und sind bei den Raketenheften geblieben. Es sind irgendwelche Weltraumstories und ähnliches. Und sie gehen an,
an dem, was so naheliegend ist, was so Harry Harrison geschrieben hat, was später als Film wurde, Soylent Green, was sie einfach nicht wahrnehmen. Im Grunde wissen wir ja, was kommt nach Corona? Nach Corona kommt ein Wirtschaftskollaps, ja. Das ist klar. Nicht unbedingt ein Finanzcrash, weil die Finanzwelt sich ja von der Wirtschaft komplett gelöst hat. Es kommt eine hohe Arbeitslosigkeit, ist jetzt ja schon. Die Leute werden unzufrieden, das wird in Deutschland nicht eher links gehen, sondern möglicherweise rechts. Jedes wird sich nationalistisch anders äußern, in jedem Land. Es wird unter Umständen eine Ernährungskrise geben, die ja jetzt schon feststellbar ist. Das heißt, noch mehr künstliche Nahrung. Und die Demokratie wird es viel schwerer haben, als vorher. Das heißt, es wird ein gravierender Einschnitt. Darüber zu schreiben oder da diese Szenarien in einem utopischen Roman, einer utopischen Story zu beschreiben, das wäre doch hochinteressant. Und die Genre-Autoren tun es offensichtlich nicht. Und die Mainstream-Autoren wollen sich natürlich nicht mit diesem utopischen Kram beschäftigen. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Da gibt es aber ein paar Amerikaner, die das ganz mutig machen. Ne? Also da gibt es schon Leute, die weiter in die Zukunft denken. Oder ja, Engländer, da gibt es jederzeit. Die haben auch in England, gibt es sie in anderen Ländern, wo man nicht so zwischen E und U unterscheidet, ist das viel leichter als hier. Das ist also, wir sind da ziemlich hinten dran. Wir haben keine schnellen Netze, wir haben keine gute Science-Fiction-Literatur, wir haben auch filmmäßig oder bei Serien sind wir auch nicht gut bestellt. Leider nicht. Das meiste kommt aus dem Ausland, aus Asien, aus Korea, was weiß ich. Ja, vor allen Dingen hat sich der Markt ja jetzt weltweit auch für uns geöffnet durch Netflix und Co., dass wir auch mal Sachen aus. Ich sage jetzt mal, es gibt sogar polnische TV-Serien mittlerweile bei Netflix. Man hat also, man kann wirklich überall hinblicken. Die sind global und wie die großen Majors in den Filmgesellschaften probieren sie jedes Land national zu besetzen und eigenständig. Also sie haben eine nationale Position in Polen, in Deutschland. Mhm. Die reisen alle nach Los Angeles, verkaufen da eine Serie und wichtig ist, dass das Netflix als Portal funktioniert. Netflix wird auch eine Übergangserscheinung sein. Die in Zukunft das Sagen haben, die sind noch gar nicht da. Die kommen erst. Das ist jetzt die Zäsur, die Zeitenwende. Und die Zeitenwende wird die nächsten 100 Jahre dauern. Sie ist abhängig von äußeren Umständen wie Klimawandel und Ähnlichem. Und Ari Fohlmann hat einen sehr interessanten Animationsfilm, Realfilm gemacht, den kaum jemand gesehen hat, der Kongress. Sehr, sehr feiner. Stanislaus Lem. Auch wieder nach Stanislaus Lem. Wo Teil Real eine Darstellung verkauft, ihr Abbild. Nagasaki nannte, aber das war ein Film dann anders genannt, weil Paramount nicht genannt werden durfte. Ja. Und dann merkt die Darstellung, dass ihr Abbild benutzt wird. Sie kann darüber nicht mehr verfügen. Also ihr Schattenbild, nicht? Ihr Schattenbild, Trugbild wird benutzt, um Menschen in eine Umwelt, in ein Environment zu versetzen, das nicht mehr der Realität entspricht. Wenn sie im Grunde die Brille abnehmen, ist darunter nur Zerfall, Klima, Katastrophe, eine verschmutzte Umwelt und so weiter. Und dann also letztlich die Leute lieber geht es darum, diese Brille zu bekommen, ob sie nun von Google ist oder von wem. Das ist das Wichtigste, damit wir durch die Brille die Bilder gefiltert bekommen. Und das ist der Trend der Zukunft. Die gute Science-Fiction hat das vorhergesehen. Und das sind Dinge, die eintreten werden. Und das Interessante ist, dass die Leute das heute verlangen. Also früher wären wir auf die Straße gegangen, hätten gesagt 1984. Und heute sagen wir, Überwachung, Monitoring ist doch gut, damit wir sicher sind. Beim neuen Personalausfragen nehmen wir, ob ich unter Umständen auch schon meinen Finger habe. Ja. Wollte ich nicht, konnte ich ja noch ablehnen. Das ist aber das Monitoring ist sehr extrem
sehr extrem geworden und die Leute wollen es und sie benutzen die Monitoring-Medien ja angeblich, um sich zu reproduzieren. Also Facebook, Twitter und all das wird ja benutzt, um sich selber in Szene zu setzen. Mhm. Und doch ist es an sich nur ein Monitoring, in dem man natürlich, etwas... Natürlich, man wird überwacht. Also, für uns Autoren ist es schwer. Wir können schreiben, noch so mehr als sonst, aber bezahlt wird es nicht mehr. Das ist auch ein großes Problem. Ich habe so angefangen mit 0 D-Mark bei Büchern, dann auf einmal kamen die Honorare, dann wurden die Honorare höher und es lief. Und jetzt ist es tatsächlich wieder so, dass man eigentlich auch bei englischsprachigen Büchern nur noch wenig für ein Buch hat. Es ist also mehr Philanthropie, wenn man heute ein Buch macht. Natürlich hofft man, dass Bienenstich und Hakenkreuz zum Beispiel, dass das gelesen wird, weil es einfach eine wichtige Episode ist, die kaum jemand kennt, ja, und die sehr viel auch über Unterhaltung in Deutschland, Unterhaltungsproduktion zur Nazizeit und danach aussagt. Das ist also wichtig, was danach passiert. Wobei ich da sagen muss, die generell sehr viel über deutsche Unterhaltungsproduktion aussagt, weil es ist ja daran gescheitert, dass die ganze Produktion so typisch deutsch war. Wir planen bis zur letzten Sekunde, was wir alles vorhaben und machen das mit ganz, ganz vielen Unterlagen und Paragraphen und machen. Und die Kreativität und die künstlerische Ebene ist komplett hinten dran gestellt worden. Ja, wir haben das ähnliche Problem in China gehabt, wo natürlich auch irgendwann gesagt wurde, dann sagte ein Regierungsmitglied, meine Kinder sehen nur japanische Serien. Das geht nicht. Also das nahmen die natürlich zum Anlass, jetzt muss China die größte Animationsproduktion der Welt haben. Die Dinge waren nur nicht gut, weil sie natürlich staatlich verordnet waren. Und erst dann, als sie künstlerisch freier wurden, da ging es anders, aber da waren Bauunternehmer und ähnliche, also ehrbare Leute, wurden plötzlich Animationsproduzenten und hatten wie jetzt Karl Neumann bei der Deutschen Zeichenfilm GmbH an sich keine Ahnung von der Materie, aber der Künstler galt ja nichts. Die Künstler waren unwichtig, wichtig waren die Entscheidungsträger. Auch beim Fernsehen. So wichtig sind die Künstler, wichtig sind die Verwaltungs. Die sind beschäftigt, die das meiste Geld auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich wollte gerade sagen, die Verwaltung. Ich wollte gerade sagen, nicht die Öffis. Die Kreativität. Die Öffis sind ja nur wirklich das Beispiel dafür, wie so ein deutscher Wasserkopf aussehen muss. Also ich meine, die kriegen Geld. Weil sie waren wichtig und es sind viele politische Sendungen. Aber jetzt, auch jetzt achten die nur noch auf Quote. Das heißt, auch auf da finden nur noch Radesendungen, Kochsendungen statt. Ja, eben, genau. Also ich meine, sind auch am billigsten. Nicht? Eine Kochsendung, da mache ich 20 hintereinander. Nicht? Der Herd ist immer, die Dekoration ist immer gleich. Und bei einer Radesendung habe ich die 4 Fuzzis und die müssen dann irgendwelche Begriffe raten. Es ist also so einfach zu produzieren. Und zu wiederholen, man merkt es auch nicht bei Wiederholungen, ob das schon mal gesehen hat. Eben. Und das ist eben das, was die ständig produzieren. Aber was dahinter hängt, was das teuer macht, ist einfach die Leute, die es verwalten. Die es nicht produzieren, sondern verwalten. Und das ist eben, das ist typisch deutsch. Und daran ist, glaube ich, auch die deutsche Zeichenfilm dann irgendwann zugrunde gegangen. Sie ist daran natürlich zugrunde gegangen. Sie hat eben nur befruchtet wie eine Biene, also auch Bienenstich irgendwie. Im europäischen besetzten Ausland hat sie eine Menge Kreativität losgesetzt, die dann nach dem Krieg, Blüten getragen. Nach Deutschland indirekt zurückgekommen ist. Plötzlich war Asterix natürlich in Deutschland erfolgreicher als in Frankreich, obwohl es ein antideutsches Sujet gewesen ist. Aber was der Sohn Goscinny natürlich immer bestritten haben, das hat mit den Deutschen natürlich gar nichts zu tun. Wir hier mussten es ja nicht, denn dann nach dem Krieg kamen die Werbefilme. Und die Produzenten, sie haben probiert, ja ein Zeichenfilm zu machen, Tobias Knopp, den Gerhard Fieber gemacht hat, aber dann kam die Disney-Film in Farbe, der war schwarz-weiß, der Film, war erfolglos und fortan haben die deutschen Zeichenfilmer nur Werbefilme gemacht. Davon konnte man leben, vom HB-Männchen,
was gab es? Sarotimont. Es war ja dann, und vor allen Dingen neben die ganzen Fischerkösen-Sachen, ja, die eigenen Spiegeltitel dann hatte als großer Werbefilmproduzent. Und der hat ja für Underberg und alles mögliche Werbung gemacht. Was, in Kino und im Fernsehen. Und was für kreative Fernsehen, Sachen er gemacht hat. Die Werbetrenner Löwe Leo wurde gemacht, Ute Stuten, Kasimir oder eben die Mainzelmännchen, weil es ja wichtig war, dass zwischen den Werbefilmen musste immer ein optisches Signal zwischengesetzt werden. Und das wurden dann diese Figuren. Und das reichte den deutschen Animationsfilmleuten aus, den Westdeutschen. In der DDR gab es selbstverständlich das DEFA-Studio für Trickfilme, die aber auch staatlich in einem gewissen Sinne gearbeitet haben. Und die Sachen sind wesentlich interessant, auch inhaltlich interessant, das sind künstlerisch, aber sie sind nicht gut animiert. Die Animation war so stilisiert, dass sie mechanisch wirkte. Das ist etwas anders in Zagreb gewesen. Die wussten, wie man stilisiert. Die Zagreb-Animationen waren stilisiert und doch sehr gut animiert. Ich kann eine stilisierte Figur hervorragend animieren, aber die Deutschen konnten das nicht. Animation war oft minderwertig. Und wenn wir später produziert hatten, waren das meist die deutschen Filme, waren entweder europäische Filme, das heißt, die Mitarbeiter kamen aus ganz Europa, Brüssel, Frankreich, Holland, vor allem sehr viele Spanier. Und es wurde dann ab einem gewissen Zeitpunkt Outsourcing betrieben Richtung China. Selbst Fritzi, eine Wendergeschichte, also eine Kindergeschichte, die zur Wendezeit der DDR spielt, ist zu großen Teilen in China animiert worden. Ja. Also eine deutsche Geschichte eigentlich. Fast komplett in China. Ja. Ja, ich sage nur Heidi. Heidi, ja, ist ja auch. Weil es wesentlich billiger ist. Ja, aber wo wir gerade bei Asterix waren, haben Sie damals die Sache mit Rolf Kauka mitbekommen, mit diesen seltsamen Übersetzungen? Ich habe Asterix ja kennengelernt durch Kauka. Richtig. Die fand ich sehr interessant. Mitte der 60er kam es als Sigi und Barbaras heraus, die Goldene Sichel. Da wussten wir von Asterix gar nichts. Eben. Und dann kam, was natürlich dann erst durch die Presse, vor einmal hatte Kauka, nämlich das erste Kauka hatte viel franco-belgisches Material schon für Fix und Foxy Anfang der 60er Jahre gekauft. Das erste, was ich von Uderzo und Goscinny überhaupt als Kind gelesen hatte, war Bit Pistol. Das war eine Piratengeschichte, die in Fix und Foxy in mehreren Folgen erschien. Und sie war völlig anders gezeichnet. Das habe ich gemerkt. Nicht? Als Anfang der 60er Jahre, als Kind merkte man das schon. Das war nicht so wie der Kauka-Stil. Nee. Und dann kam Lupo Modern, kam Sigi Barbaras. Und ich wunderte mich natürlich über die deutschen Kommentare. Aber das Dorf hieß Bonhalla und der Miraculix hieß Konradin. Ja. Und dann kam plötzlich in die Goten-Besatzer. Osko, DDR, Ulberix. Und auf einmal war es bei Kauka verschwunden. Ja, Uderzo hatte Wind bekommen und Goscinny. Es wurde ihnen gesagt, und sie haben einen Prozess angestrengt gegen Kauka, dass ihnen die Lizenz entzogen wird. Und Kauka hat sich sehr beschwert und hat die Leute noch angeklagt. Das ist sein Recht, das zu machen. Kauka war ein sehr nationalistischer, sehr rechter Mann. Aber viele Leute aus Zagreb, seine Zeichner waren oft aus Zagreb. Und er hat auch produziert, gelegentlich Animationen, Werbefilme, aber auch einen Abendfilm, Maria Doro. Ist später nach Amerika gegangen, wo er auf seiner großen Ranch verstorben ist. Und die Sache kam Ende der 60er zu EHAPA, Egmont Petersen, nach Stuttgart, wo Adolf Kabatek sich bemühte. Und Kabatek erzählte mir, die ersten Asterix-Alben liefen nicht gut. Und die wollten die Serie canceln bei Harper. Und dann sei er noch mal in den Keller geschickt, hat sich kurz vor Weihnachten die neuesten Zahlen und auf einmal ging hoch. Und nur weil er in den Keller und er hatte gesagt, hat man auf der Redaktionskonferenz gesagt, ja, wir halten es, wir machen es weiter. Und dann wurde es ein Riesenerfolg, unterstützt durch die Filme. In Deutschland lief ja der zweite Asterix-Film zuerst, also nicht der erste. Kleopatra, ne? Der Kleopatra lief zuerst.
Der lief in kleinen Kinos und in großen Kinos lief Die Herren mit der weißen Weste von Wolfgang Staudt. Mhm. Und dann nach wenigen Tagen wurde schon umgetauscht. Das heißt, Asterix kam in die großen Kinos und Die Herren mit der weißen Weste verschwanden fast völlig. Ich habe dann noch lange an den Asterix-Sachen mitgearbeitet. Ich habe also noch zu Wohlrabe. Wohlrabe war ein CDU-Politiker, der dann das Familienunternehmen Film erwarb, und ich habe mit diesem Wohlrabe so einige Erlebnisse nämlich verbunden haben. Er hatte eine tolle, wenn er betrunken war, Spende für jede Kirche, aber ich glaube an nichts, aber für jede Kirche spende ich. Es war doch sehr herrlich. Ja. Nicht so wie jetzt der Philipp Amthor, ein Nachbar nein. Der jetzt plötzlich katholisch geworden ist, weil er die Regelhaftigkeit der katholischen Kirche so anerkennt. Das sind ja alles, also die heutigen Politiker sind doch alle Marketing-Spezialisten, die sind doch keine Politiker mehr. Das sind zumindest Sprechroboter. Wenn ich, wenn ich also die wichtigsten politischen Funktionen, die wir haben, sind jetzt Ernährung, das sind Gesundheit und Bildung, nicht? Bildung und Forschung, an drei Laien vergebe. Und noch das Verkehrsministerium dazu an einen Laien. Da reden wir auch noch gar nicht über die Verteidigung. Dann demontiere ich die Demokratie. Mhm. Wenn gesagt wird, jeder Hiwi kann ein Ministerium erleben. Früher war es wenigstens so, wenn diese Leute wie Möllermann, das ist ein Plastikschiff gestolpert. Das hat Kohl noch inszeniert, Möllermann. Als Vizekanzler. Später ist er dann aus hohen Höhen gefallen. wenn heute übernimmt aber niemand mehr die politische Verantwortung. Wenn ich den Bau in den Sand setze, müsste natürlich der Politiker, der demokratische Politiker sagen, ich übernehme wenigstens die politische Verantwortung. Er tut das es macht nicht. Keiner mehr. Das also keiner mehr. Das tritt auch keiner mehr zurück. Destabilisiert er die Demokratie in einem hohen Maße. Kleinen Moment, ich muss mal eben auf Toilette gehen. Also der Tee drückt dann doch gewaltig. Okay, alles klar. Kein Problem. Oh, da seid ihr ja. Kurze Unterbrechung. Ihr mögt diesen Podcast und möchtet gerne mehr davon haben? Dann besucht uns doch auf www.evil-ed.de. Dort haben wir 1500 Artikel zum fantastischen Film und außerdem über 50 Podcasts. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann haben wir einen Spendenbutton auf der Startseite und unter jedem Artikel auch Amazon-Links. Die seht ihr aber nur, wenn ihr euren Adblocker ausschaltet. Aber das macht ihr ja eh, gell? Oder? Oder? Also, Adblocker ausschalten und bei www.evil-ed.de vorbeigehen. Und das war's. Jetzt weiter mit dem Podcast. Tschö! So als Filmverrückter. Ich sag jetzt mal, ich bezeichne mich jetzt nicht als Filmhistoriker, obwohl ich, also gerade in meiner Altersklasse, wahrscheinlich mehr Wissen habe als die meisten anderen, die sich mit Film beschäftigen. Als Filmverrückter, wie ist das? Wir haben ja, glaube ich, den großen Vorteil unserer Geburt, dass wir so viel Veränderung schon miterlebt haben. Ne? Ja. Ist es jetzt für uns besser oder schlechter, dass wir alles in direktem Zugriff haben? Der Jagdgedanke ist ja weg. Er ist eigentlich weg. Man gibt sich, es fällt einem leicht in den Schoß. Und die Aktivitäten sind auch geringer, obwohl natürlich durch das Internet viel Aktivitäten, YouTube etc. neu hinzugekommen sind. Das heißt, viel mehr Menschen artikulieren sich. Wir haben Milliarden von Bildern auf YouTube, die niemand verdauen kann. Wir haben Blogs ohne Ende. Jeder muss unbedingt seinen Senf abgeben. Es wird alles unwichtig. Also früher sagte man, dass man sich so verewigt in Bildern. Das ist überhaupt nicht. Das ist alles Wegwerfware. Das ist alles jetzt nur noch optische Täuschung. Also es ist eigentlich wertlos. In dem Moment, wo wir die materielle Gesellschaft verlieren und die virtuelle noch nicht voll am Anfang erstehen,
sind wir in einem Zwischenraum. Es ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist eine wichtige Zeit. Das einzig Wichtige, was wir leisten könnten, wäre, sie anständig zu dokumentieren für die Nachwelt. Darum habe ich ja gesagt, das müssten Filmmuseen beispielsweise tun. Jetzt bin ich ja mehr zusammen mit dem Filmmuseum Düsseldorf. Und die Hoffnung ist natürlich, dass Filmmuseen diese Zensur dokumentieren, die für Forscher vielleicht in 100 Jahren oder in 200 Jahren wichtig sein. Das ist doch die Zeitwende. Was haben die Leute denn an Dokumenten, an Bildern, an Hardware, an Software uns überliefert, um zu verstehen, warum unsere Zeit so geworden ist. Das heißt, wir haben eine historische Aufgabe, da aber niemand ein historisches Bewusstsein hat oder nur wenige ein historisches Bewusstsein heute haben, wird die Aufgabe nicht wahrgenommen. In Deutschland an sich so gut wie gar nicht. Das war ja auch beim Binchy und Hakenkreuz so, hätte Storm nicht diese ganzen Interviews geführt. Wäre das alles verloren gegangen. Komplett. Das ist verloren gegangen. Ja, und so müsste man heute natürlich mit nicht nur mit Medientheoretikern, man müsste mit Entwicklern, mit sehr, sehr auch interdisziplinär arbeiten und sehr viele Gespräche und Interviews aufzeichnen als Sonde in die Zukunft. Ich merke das nämlich, wenn ich mich mit jüngeren Filmfans unterhalte, auch wenn ich die im Podcast habe als Gast oder so, dann kommen dann so Sachen wie, ja, wir reden über einen bestimmten Film und dann kommt von denen, Moment, ich google das mal gerade. Ja, sag ja. Ich, sag ich, meinst du, wenn du das jetzt gegoogelt hast, dass du das danach weißt? Wie meinst du das? Und wenn ich die einen Tag später frage, wissen die das nicht mehr? Wir mussten früher ein dickes Buch aufschlagen, mussten lesen, mussten uns Informationen suchen. Wir mussten für diese Informationen arbeiten. Und die Informationen sind bei mir auch hinten drin gespeichert. Und deshalb merke ich auch, dass ich in den letzten 20 Jahren von dem, was da so im Filmgeschäft abläuft, ja gut, so der ein oder andere neue Regisseur, der bleibt mir auch nochmal hängen, aber ich weiß mehr über einen Steven Spielberg aus der Frühzeit als über einen Steven Spielberg aus den letzten 20 Jahren. Ja, gut, es ist klar, man hat diese Informationen viel länger recherchieren müssen. Man hat sie auch mit der Schreibmaschine nebenbei geschrieben. Das heißt, die Bücher entstanden auch viel langsamer. Also oft hatte man Lexikon des fantastischen Films, habe ich ein ganzes Jahr an den zwei Bänden gearbeitet, was mit der Schreibmaschine tatsächlich schnell war, aber heute würde man das wahrscheinlich noch schneller Buch, für das ich immer noch dankbar bin, weil das die erste Filmografie von Donald Duck war, mit der ich arbeiten konnte. Weil das habe ich also wirklich, Zeile für Zeile habe ich versucht, meine Filme dann zu finden irgendwo, damals im Fernsehen, aufgenommen auf VHS, damit ich meine Donald Duck-Sammlung mal irgendwann komplett kriegte. Heute habe ich die hier rumstehen. Ja, das ist ja, so hatte ich natürlich auch meine Vorbilder wie Forrest Ackerman oder wie Carlos Clarence, der das erste Buch, das ich im Thema hatte, war Illustrated Survey of Horror Films, das ich 1970 oder wann in Oberhausen gekauft habe, bei den Filmverspielen auf dem Stand und dann waren hinten eine ausgewählte Filmografie und dann sah ich erst, was mir bereits entgangen war und dann war sehr wichtig ein Artikel, ein dreiteiliger Artikel von Franz Schöler über Horrorfilme in der Zeitschrift Film, die es heute nicht mehr gibt, drei Teile und die hatte auch eine Filmografie und die ganzen Jahrgänge vom Filmdienst, die ich hatte. Ab den 50er Jahren hatte ich die ganzen Filmdienstjahrgänge und ich sah, die ganzen Filme, die mir fehlten, waren da aufgezeichnet. Natürlich auch Filmprogramme von Filmen, die man nicht gesehen hatte und die dann teilweise noch als Reprise liefen, in einer Spätvorstellung oder in einer Jugendvorstellung. Nicht auf einmal sah ich dann One Million BC, die alte Hell-Roach-Produktion, in einer Nachmittagsvorstellung, Jugendvorstellung. Nicht? Weil zufällig noch eine Kopie im Filmlager war. Mhm. Je nachdem, wenn die Filmlager die Kopien hatten, konnte man sie noch nutzen. Das hörte dann natürlich irgendwann auf. VHS hatte dann die ersten Korrekturen und dann fing man an, man konnte also mehr sehen, man konnte dann vor allen Dingen aufzeichnen, was also war. Damals brachte das Fernsehen ja noch mehr
ältere Filme, auch die Hauptprogramme, die heute in den Hauptprogrammen gar nicht mehr laufen, allenfalls noch auf Arte oder Dreisat gelegentlich mal im Bayerischen. Oder mitten in der Nacht um 4 Uhr. Da kann man auch noch mal was finden. Als Kind 1959 am Blockschrecken ohne Namen, Steve Queen, auf einmal lief der auf Kabel oder Vox, ich weiß es nicht mehr, um 4 Uhr früh. Nicht, das, oder 2 Uhr früh, nicht? Das ist, das ist, es ist also ganz verdrängt. Man kommt natürlich an die Sachen ran durch die entsprechenden Blu-ray-Editionen, aber ich muss sagen, ich sehe sehr, sehr selten Blu-rays. Also ganz, ganz erstaunlich. Ja. Ich habe, die stehen bei mir alle in den Regalen. Aber bei mir auch. Bei mir ist das genauso. Ich kaufe mir auch so Sachen wie zum Beispiel der Elephant Man ist jetzt neu rausgekommen in einer restaurierten Fassung. Ganz toll. Ich habe die gekauft. Ich habe mir dieses tolle Booklet angeguckt. Ich habe mir die Extras angeguckt. Ich habe den Film reingemacht und habe gesagt, oh, der sieht jetzt noch toller aus. Aber geguckt habe ich den natürlich immer noch nicht, weil also, man hat ihn halt, ne? Und man hat ihn, legt ihn hin, das ist so eine, wie eine sichere Bank, irgendwann, ich habe ihn. Ja. Und wenn ich dann mal irgendwann gehe, dann geht das auch ans Filmmuseum, komm hier, holt euch das Zeug ab und packt es bei euch ins Lager. So hebt etwas, bei den meisten Sammlern allerdings wandert es auf den Müll. Ich habe viele Sammlerschicksale erlebt, gerade bei den Comic-Sammlern, wo wirklich ganze Sammlungen besenrein verschwunden sind. Also auch unwiederbringlich verschwunden sind. Das ist natürlich grausam. Das ist grausam. Bei meinem Freund hier, dem Jordan Jurczak, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der war ja hier in Düsseldorf, einer der größten Sammler hier in Düsseldorf. Bei dem in der Wohnung, der hatte 100 Quadratmeter voll mit Schwerlastregalen. Und da hat er Filmbücher, eben Filmspulen, Zeitschriften, und der hatte eine Sammlung, und also es war ein großes Chaos und man konnte sich in der Wohnung kaum bewegen. Aber wenn man ihn fragt, da hast du das King Kong Comic von 1971, hast du das mal gesehen? Er sagte, das habe ich nicht nur gesehen. Dann ging der an sein Regal, holte das raus und gab einem das. Und er hatte diese Sachen alle. Und dann ist er irgendwann gestorben. Der hatte ein Nierenproblem. Und ich habe ein halbes Jahr vorher mit ihm wenig Kontakt gehabt. Und dann bekam ich plötzlich einen Anruf von jemand, der sagte, hör mal, der Jordan ist tot. Ich mache jetzt seinen Nachlass. Da sage ich, was machst du denn mit dem Nachlass? Ja, ich weiß nicht. Und dann sage ich, dann gib das bitte ans Filmmuseum. Die können das gebrauchen. Die können das wirklich haben. Ja, ich guck mal. Und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Dann habe ich ihn irgendwann mal getroffen. Dann sage ich, was hast du denn damit gemacht? Ach, wir haben das auf den Müll geworfen. Du Blödmann, sag ich, dann hättest du mich zumindest anrufen können. Dann wäre ich mit dem LKW gekommen. Ich hätte das irgendwo gelagert. Natürlich, das sind das, aber ich habe es, wie gesagt, einem großen Fantastiksammler aus Berlin, der dann aus einem Vorort von Berlin gezogen ist, eine Gaststätte, er war mal umgebaut und dann setzte er sich ins Auto und starb, Herzinfarkt. Dann war die Sache natürlich weg. Oder ich erinnere einen etwas kleptomanischen Sammler, ich darf das behaupten, kleptomanisch, weil er einige Kopien, Filmkopien von mir sind, viele gestohlen worden, entweder entwendet worden, wie auch immer. Jeder sagt was anderes. Der eine sagt, geliehen und nicht zurückbekommen. Geliehen, was weiß ich. Ne? Da kenne ich auch viele von. Und dann kam es in die Wohnung und da war ein Plakat, Willkommen in der Hölle. Und so sah es auch aus. Kühlschrank gab es nicht, das war alles in einem, Abwaschbecken und da stand die Butter drin, die ranzige Butter. Das Telefon war halt angekugelt. Drumherum die seltensten Filmplakate, Zensurkarten, alles mögliche Filmrollen. Sag das Telefon, warum ist denn das ausgemacht? Und sagte, ich habe einmal meinen Strom nicht bezahlt und da habe ich Kerzen an, da bin ich gegengeschossen. Pass auf, du brennst noch mal irgendwann aus. Was ist ein halbes Jahr später passiert? Er ist ausgebrannt. Oh Gott. Und alles ist verbrannt. Er selber hat es überlebt, aber die Sammlung war da natürlich weg. Es ist so wie eine Sisyphus. Das ist so Sisyphus-Geschichte. Ich will komplett sein, sie sind es nie. Und gegen Lebensende will es auch niemand mehr wissen. Comic-Hefte interessieren heute kaum noch jemanden. Ja. Damals war eine große Fanszene, heute sind es die Videospiele. Also die Comic-Sammler, das ist eine Szene von 60-Jährigen, 70-Jährigen. Ja. Die also Wäscherhefte sammeln und Karkim und Tibor, die Pikolos und Lenin-Hefte und was es da alles gab. Ja.
Das ist oder Kauka eben, nicht Kauka. Ja. Das ist also die Sammlerszenen verschwinden. Auch die Filmszene ist im Grunde in der Auflösung begriffen. Es gibt kaum Sammler, die halt noch richtige Filmrollen sammeln und die noch Filmgeschichten sammeln. Auch die Bücher, die heute veröffentlicht werden, ich habe es ja schon gesagt, haben im Gegensatz zu früher, wo Goldmann oder Heine in hohen Auflagen rausbrachte, haben die heute eine verschwindend geringe Auflage. Ja, und die erscheinen ja auch nur noch in Fachverlagen. Jetzt, wie gesagt, Mühlbeier ist dann natürlich ein großer Verlag, ein toller Verlag. Die haben eine wirklich tolles Renommee bei mir, weil... Ja, aber es ist natürlich ein ganz kleines, es ist nicht richtig. Mehr früher für Ullstein oder Goldmann oder Heine gemacht hatten, wo man natürlich dann auch noch einen Vorschuss bekam und das gibt es heute nicht. Und auch, wie gesagt, bei amerikanischen Verlagen ist es so, dass man dass die Auflagen überhaupt nicht hoch sind. Wenigstens vertreiben die noch an die Bibliotheken und das ist ja das Standbein, dass es in den Bibliotheken ist. Ja, und das sehe ich ja jetzt auch bei so Leuten wie Tim Lukas, der ja mit dem Video Watchdog, der hatte ja wirklich ein tolles Magazin gehabt. Ja, ja. Der ist dann eine Zeit lang auf digital gegangen und der hat dann irgendwann komplett aufgehört. Der sagt, das lohnt sich überhaupt nicht mehr, die ganze Arbeit. Ja. Ne? Und jetzt verwaltet er nur noch sein digitales Archiv, was ich aber toll finde, weil man kann das ganze Archiv einsehen. Gut, es kostet ein paar Mark. Ich habe also damals, ich weiß nicht, 150 Dollar bezahlt für ihn und kann jetzt sein ganzes Archiv nutzen. Das ist natürlich toll. Aber ich vermisse es schon, so monatlich mal so ein Heftchen zu bekommen, so, wo was Interessantes mal drinsteht. Aber, das ist in einer, wie gesagt, Zeit der Digitalisierung, sind Bücher nicht mehr wichtig. Also die Bücherverbrennung ist heute anders. Das ist natürlich eine Bücherverbrennung, aber eine nur im metaphorischen Sinn. Das heißt, die Beliebigkeit der Texte ist im Internet. Natürlich ist es hervorragend, ich kriege jeden Text, auch für mich auf dem Dorf. Ist das natürlich ein Glücksfall. Ich kann nicht mehr die Staatsbibliothek nutzen oder ähnliches, aber ich habe Zugang zu Texten. Es wäre für mich unmöglich zu arbeiten ohne diese Hilfsmittel. Ja, natürlich, natürlich. Also ich sehe es ja auch bei mir selber. Ich überlege mir ja manchmal auch, kaufe ich mir das große Buch fürs Regal? Ich habe einen ganzen Flur voller Bücherregale. Ich habe einen ganzen Keller voller gelagerter Bücher. Ja. Dann überlegt man, kauft man sich das als Buch oder kaufe ich mir das als Kindle-Version? Weil dann lese ich es lieber digital, dann habe ich es zumindest gelesen. Weil ich habe keinen Platz mehr. Irgendwo ist der Platz erschöpft. Ja, das ist klar. Ja. Das ist auch hier, ich habe so viele Bücher in den Archiven, bei mir sind gar nicht da. Und trotzdem ist der Rest, ist immer noch so viel, nicht, dass ich immer noch 100 Kartons, Bücherkartons gefüllt habe. Genau. Und das ist nur ein Teil dessen, was ich mal hatte. Ja, und ich sage mir jetzt mit, der ganze Speicher ist voller Pressehefte und Ähnlichem, voll gelagert. Und das ist, ich bin froh, dass ich jetzt natürlich viele Gemälde und so den Rest, großen Teil der Sammlung nach Düsseldorf gegeben habe. Das ist auch, also vererbt habe, als Nachlass vererbt habe. Und andere Teile sind in der Kinemathek, also es ist in irgendeiner Form bleibt es erhalten. Ja. Es wird nicht in dem Sinne dann auf dem Müll landen, wo es unweigerlich landen würde, wenn man es nur für sich nutzt. Der Sammler Forrest Ackerman war einer der größten methodischen Sammler und hat ja im Grunde seit 1926 gesammelt. Als es zu Ende ging mit ihm und er sein Haus verloren hat, da sah er, konnte sich kaum bewegen, war ja krank. Und die Sammler gingen einfach durch die offene Tür und haben aus dem Keller rausgeholt, haben Bücher geklaut und was. Und er saß da und hat zugeguckt. Mhm. Und heute muss man sehen, die Bibliothek ist für fast nichts weggegangen. Und dann hat man bemüht, sie wieder zurückzukaufen, eine Initiative unter John Landis und anderen, sie zurückzukaufen, weil das eine gewaltige Sache gewesen ist. Aber selbst bei Ackerman, diesem sehr bekannten Sammler, ist es im Grunde zum Schluss zusammengebrochen. Er saß zum kleinen Haus und hat dann nur noch 50 Exponate um sich herum gehabt, so die ihm wichtig waren. Mehr gab es gar nicht mehr. Bücher hat er überhaupt nicht mehr gehabt. War alles weg. Und da war ja in den 80ern wirklich so, wenn jemand in den USA gefahren ist, der konnte als Fan zu ihm hingehen und er hat ihn durch sein Haus geführt und hat sich mit ihm hingesetzt. Und Ackerman war ja auch wirklich immer einer, der offen für alle war.
Natürlich. Da wurde halt auch viel geklaut. Die Leute, die runter haben geklaut. Das war halt so üblich, dass man da. Ich war oft bei ihm, ich habe auch da gewohnt bei ihm. Ich habe nie gewagt, irgendetwas da unter. Ich auch nicht. Also. Ja. Aber viele haben es gemacht. Das ist eben auch der Unterschied von Kreativen und von den Anthologisten und Sammlern, die weniger kreativ sind. Es ist immer eine Zeiterscheinung und man überlegt, also wenn ein Lexikon des fantastischen Films, das war wichtig für die 80er Jahre. Ja. Es hat heute nicht mehr, es ist zwar immer noch verfügbar, nicht? Aber bei Apex, aber es hat nicht mehr die Bedeutung. Es ist also auch ein Stück Vergangenheit. Wenn man so etwas betreibt, ist man immer nur wichtig auf kurze Sicht. Und ich habe immer bedauert, dass man nicht so sehr, ich wäre lieber gerne Historiker als Filmhistoriker. Ich meine, Filmhistoriker ist auch wieder nur marginalisiert und es ist eigentlich nicht so wichtig, was man macht. Je älter man wird, umso mehr schaut man drauf, was hast du eigentlich gemacht in den ganzen Jahren. Und das ist dann nicht, ja, oder welche Relevanz hatte. Es hatte eine persönliche. Also ich habe meine eigene Kindheit letztlich aufgearbeitet, habe einen Beruf daraus gemacht und mehr schlecht als recht, aber ich habe davon gelebt und ich bin gereist, ich habe Leute kennengelernt, aber den kreativen Input, den hatte ich nicht. Die besten Geschichten, die ich gemacht habe, geschrieben habe, sind unveröffentlicht, weil sie Filmproduktion gekauft haben, aber dann nicht produziert haben. Ich habe etwas Geld bekommen, aber ich kann diese Geschichten nicht nutzen. Schade. Also ich muss da sagen, ich habe da ja ziemliches Glück gehabt. Erstens mal habe ich ja nie versucht, von dem zu leben, was ich tue. Ich habe immer so normale Jobs halt nebenher gemacht, wenn ich gesagt habe, ich möchte gar nicht abhängig sein in irgendeiner Form davon, weil ich genau gesehen habe, so richtig tolles Leben kannst du dir davon auch nicht leisten. Ja, und mir ging meine Familie ja vor. Aber ich habe ja damals Mitte der 80er eben mit dem Evil Ed Magazin, der Grund war ja nicht nur Horrorfilme zu besprechen, sondern der Grund war ja, wir hatten ja damals eine Situation, wo Filme zensiert wurden, wo Filme verboten wurden hier in Deutschland, was ja heutzutage gar nicht mehr vorstellbar ist für die neuen nachwachsenden Leute. Ja. Darauf im kleinen Maße aufmerksam zu machen. Wir hatten ja damals auch 1000 Leser, das war ja schon eine große Menge, gerade in diesem Bereich. Das ist ja für deutsche Welt ist das sehr, sehr viel. Genau. Und dann war ich ja jetzt die 15 Jahre weg, bin dann wiedergekommen und habe gemerkt, ja, mittlerweile ist Evil Ed und ist mein Name sowas wie eine Kultfigur geworden, ohne dass ich das bemerkt hatte. Und dann ging das ja los, jetzt werden diese ganzen Filme, die ja damals böse waren und verboten waren und sozialethisch desorientierend waren, die werden heute im Fernsehen ungeschnitten gezeigt. Genau, also kann ich sagen, okay, da habe ich was erreicht. Also ich kann dann irgendwann rausgehen und sagen. Das sind auch die Zeit läuft. Es ist ja wirklich so, dass wenn man verfolgt, welche Filme man erschrecklich empfand. Nehmen wir Dracula mit Christopher Lee. Richtig. Ist heute allenfalls ein Märchenfilm. Ja. Und das zeigt aber auch, wie die Zeit enthemmter geworden ist. Mhm. Also als wir Texas Chainsaw Massacre gesehen haben, das war für uns sehr, sehr schrecklicher Film. Der hat mir im Kino richtig wehgetan. Also. Das war schon etwas. Und heute ist das, heute ist es natürlich eher, dass das gefährlich ist, nur der Drang zur Authentizität. Es muss alles authentisch sein und auch im Grunde das Verbrechen, der Mord, die Tötung muss authentisch sein. Das ist die große Gefahr dabei. Ja, also das Gespielte, deshalb war ich mehr für das Stilisierte, wo man eben merkte, das ist ein Märchen, werden die auch gefressen und sie bringen sich um und was. Aber man wusste immer, es war ein Märchen, es war eine Initiationsgeschichte. Heute ist es authentisch, so dass man nicht mehr genau hundertprozentig sagen kann, ist es echt oder nicht echt. Das ist die Gefahr und es ist dadurch auch nicht mehr künstlerisch. In dem Moment, wenn es authentisch ist, verliert es den,
die künstlerische Stilisierung. Wenn ein Monsterfilm nicht mehr wie ein Gummikostüm aussieht, sondern so wie echt. Ja gut, da gibt es auch gute. Ne? Also es gibt immer wieder diese kleinen Filme, die einem gut gefallen. Da gibt es diesen, ich komme jetzt gar nicht auf den Titel, mit dem kleinen Jungen, der sich ein Monster einbildet und dadurch sein Leben verändert. Der war wunderschön. Mit Liam Neeson als Monster, mit dieser wunderschönen Stimme. Ist aber auch kein großer Erfolg geworden, ganz klar nicht, weil der auch ganz anders war, weil der künstlerisch war, weil der aufwendig war. Oder der Hereditary, der Horrorfilm von vor 2 Jahren, der ein wirklicher Horrorfilm war, der einem wirklich im Kino Angst gemacht hat. Konnte der erfolgreich werden? Nein, weil die Leute sind da rausgegangen, haben gesagt, der hat mir ja Angst gemacht. Das will ich ja gar nicht. Ja, dann gehe ich nicht in einen Horrorfilm. das ist schon absolut richtig. Aber was ich interessant finde, ist eben, dass so kleine Labels wie Anolis, ne, die ja nun wirklich sich Mühe geben, den klassischen fantastischen Film hier den Deutschen jetzt wieder schmackhaft zu machen. Und speziell diese Galerie des Grauens. Die Editionen sind ja der kleinen meist besser ausgestattet als die der großen. Richtig. Dass das bei kleinsten Filmen, also bei kleinsten mitunter Z-Filmen, eine solche Aufmachung ist ja erstaunlich. Ich wünschte mir natürlich, dass einige Klassiker so gut aufgemacht werden, mit so einem Bonusprogramm wie diese bescheidenen Filme manchmal. Vorbildliche Editionen. Also ich habe ja jetzt den It's a Terror from Outer Space, den habe ich ja jetzt auch wieder im Podcast nochmal besprochen. Den hatte ich auch schon vorher auf der Seite besprochen. Wäre für mich ein faszinierender Film und vor allen Dingen ein richtungsweisender Film, dass der jetzt erst im Jahr 2020 das erste Mal auf Deutsch erscheint. Finde ich absolut unmöglich. Also da hat doch irgendjemand damals was übersehen. Ja, nicht nur damals konnten die Verleiher, die deutschen Filialen konnten noch entscheiden, ob sie einen Film bringen wollen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, Willis O'Brien, The Black Scorpion war angekündigt in Deutschland bei Warner. Der schwarze Scorpion war schon im Programm drin, sie haben ihn da nicht rausgebracht. Da gab es sogar ein Filmprogramm zu, ne? Damals. Das weiß ich, ob es sogar ein Filmprogramm gab. Es sollte erscheinen, ist aber nicht erschienen. Mhm. Und so ist es auch bei United Artists und anderen. Gewisse Dinge sind einfach nicht herausgekommen, weil der deutsche Chef sagte, das nehme ich nicht in mein Programm. Heute wäre das nicht möglich. Heute sind das nur diese Statthalter, nur Befehlsempfänger. Damals konnten sie auch frei entscheiden. Sie konnten Filme umtiteln, umschneiden. Und was ihnen nicht gefiel, haben sie genommen. Dadurch sind viele Filme nicht in den deutschen Verleih gekommen. Und Hit the Terror von Beyond Space, das ist... klar, er hat eine ganz wichtige Funktion, weil es ja zu Alien leitet mit verschiedenen anderen Sachen. Und Alien war für mich nie, der Urfilm war eigentlich nie eine große Geschichte gewesen. Er ist nur durch die Inszenierung, Gestaltung so groß geworden. All diese Blockbuster-Filme der späten 70er, frühen 80er Jahre waren im Grunde nur Wiederholungen von B-Filmen oder Serials, die mit geringfügiger Handlung, aber so aufgebläht, technisch und künstlerisch, gestalterisch, dass es vor Kraft kaum laufen konnte. Das war bei Geschichte, ist ja wirklich simpel. Ne? Man sieht Into Terror von Beyond the Space, ist das gleiche wie Alien, aber man kann die Filme nicht auf eine Ebene stellen. Nee. Aber das ist eben, wie gesagt, ich finde es interessant, dass es jetzt im kleinen Bereich zumindest Labels gibt, die sich um sowas kümmern. Die nicht sagen, okay, wir bringen jetzt nur Blockbuster raus oder nur Sachen, die, sag ich mal, vor 20 Jahren aktuell waren, jetzt in einer tollen Verpackung und verlangen da viel Geld für, sondern einfach sagen, okay, wir geben uns Mühe, wir besorgen uns die Rechte für solche Klassiker und bringen die dann mal auf den deutschen Markt. Und ich meine, wie hoch wird die Auflage sein? Noch nicht, wenn auch eine preiswerte, nicht? Also weil die Deutschen weiter gerne synchronisierte Filme sehen. Das hat sich einfach hier eingebürgert. Ja, das ist schon, wie gesagt, es müsste es mehr auch in Bezug auf andere Filme, auf andere Filme nehmen. Aber mir fällt noch ein Wort ein von Jean-Pierre Melville,
der 40-seitige, das ist Arte, ein Dokumentarfilm über Melville, und der ja in den 70er Jahren verstorben ist. Und der sagte in einem Interview, das Kino wird 2020 zu Ende sein. Hm. Das hat mir zu denken, sagte er wirklich 2020. Ja, es scheint ja auch so wird der Fall zu sein. Es scheint ja jetzt wirklich so das Ende so langsam der Fahnenstange erreicht zu sein. Das hat man ja mit diesen Super-Blockbuster, mit diesen Marvel-Filmen gesehen. Ja, ja, die jetzt ja überhaupt nicht mehr laufen. Das heißt, sie stehen Schlange, die sind produziert, ja, aber und können gar nicht in die Kinos. Oder wenn sie in die Kinos kommen, werden sie nur für einen Bruchteil der Besucher wahrgenommen. Ja. Es sind ja Milliarden Verluste. Auf einmal bricht der Blockbuster-Markt nicht an. Aus eigener Kraft, sondern durch Fremdeinwirkung. Aber es wäre wahrscheinlich auch gar nicht viel besser geworden, wenn die weiter jetzt durchgelaufen wären, weil nach diesem Avengers Endgame kam auch ich aus dem Kino raus. Ich meine, gut, ich habe mir die Sachen alle immer in der Pressevorführung angeguckt. Ich habe da kein Geld mehr für ausgegeben ab irgendeinem gewissen Punkt. Ja, ja, ja. Ich kam da raus und sagte, ja gut, das war es jetzt aber auch. Jetzt ist gut. Jetzt habe ich aber genug Superhelden für mein Leben. Das Endgame gar nicht gesehen. Also nein, es reicht auch. Nicht mehr. Ich kann die Transformers und ich kann das alles nicht mehr auseinanderhalten. Auch wenn es im Fernsehen läuft, ich sehe es mir einfach nicht mehr an. Nein, es hat auch mit Film nicht Marvel, mehr zu tun. Marvel war ja auch schon eine Marke, die zerbrach. Mhm. Sie war ja lief lange Zeit sehr gut und dann auf einmal brach sie zusammen. Und in dem Moment, als sie zusammenbrach, kam die Filme. Ja, und das für Milliarden an Disney verkauft. Ja. Und jetzt ist es aufgebläht, aber es ist an sich absolut Tönern, steht auf Tönern in Beinen. Und es wird auch später sich großartig niemand mehr dafür interessieren. Es ist eine Videospielmarke. Also sowas kann man als Spiel machen, aber man kann es nicht analog auf der Leinwand und auf dem Bildschirm sehen. Ich glaube, auch filmhistorisch gesehen wird sich da in 50 Jahren, werden die Leute sich zwar daran erinnern und sagen, das war das erste, sag ich mal, Blockbuster-Spektakel über 20 Filme, aber ja, inhaltlich. Das Kino ist daran genau zusammengebrochen. Und zwar, ich bin in einer Welt des mittelständischen Films, auch mittelständische Filme waren das. Das waren keine Superfilme, mittelständische. Die Superfilme kamen, wie ich ja sagte, alle 3 Jahre. Und es gab die Z-Filme, ganz wenige liefen nur in Deutschland. Es waren hauptsächlich mittelständische Filme. Dann, in den 70er Jahren, brach der mittelständische Markt zusammen. Die gab es auf einmal nicht mehr. Jetzt gab es nur noch billige Filme und super teure Filme. In dem Moment, wenn die super teuren Filme zusammenbrechen, bleiben nur noch die Ware, die auf YouTube läuft. Das ist also ein Schritt hin auch zur, wie sagt man nun, zur Beliebigkeit der lebenden Bilder. Das heißt, dann wird ein Amateurvideo mit einem professionellen Film konkurrieren können. Die haben dieselbe Bildsprache, dieselbe Technik, dieselbe, was weiß ich, dieselbe Handkamera. Die haben demnächst auch dieselben damit Effekte. Damit ging es auch an, dass man sagte, ja klar, nicht das Dogma-Theorie, das muss alles Handkamera sein. Warum denn? Es muss, der einzige Grund war, ich will es in ein anderes Medium überführen. Dass die ahnden schon, es wird digitalisiert und dann mache ich es natürlich authentisch und wenn ich eine Kamera in der Hand halte, dann sind die Aufnahmen natürlich authentisch, wenn eine Sintflut hereinbricht, ein Tsunami oder ähnliches. Das, die am meisten gesendeten Bilder sind ja heute die im Grunde von 9-11. Naja, klar. 9-11 sind eigentlich die berühmtesten Bilder, am meisten gesendeten, wiederholten Bilder, die es gibt. Die wurden ja auch in einem deutschen Werbefilm, sogar ein paar Wochen vorher. Das Flugzeug fliegt durchs Hochhaus, kann man auf YouTube ja noch sehen. Und plötzlich passiert das so. Neue 11880 kennt neben Nummern jetzt auch Flugpläne, Bus- und Bahnpläne, Verkehrsinfos und viel, viel mehr. 11880 die kennt sich aus. Auftraggeber, die Firma Telegate hat überhaupt nicht gesagt, das gibt's doch nicht. Ne? Das war doch nur Unterhaltung. Auf einmal, es war eine Agentur aus Hamburg, die den Film realisiert hat.
mit und der Gröninger, ein Mann aus der Emmerich-Crew, hatte dieses Flugzeugmodell noch gemacht und das durch ein Hochhaus und da werden sie geholfen, alle lachen, das ist ja sehr lustig. Und auf einmal zwei, dreimal gesendet und dann passiert es real und die Agentur in Hamburg und Mohammed Atta, einer der Initiatoren dieses Anschlags, war auch in Hamburg. Jetzt will ich nicht sagen, dass sie... Nein. Aber es ist einfach plötzlich eine Parallelität von fiktiven und realen Welten. Hm. Also die Medienwelt überschneidet sich mit der realen und irgendwann wird man wie in Simulacron 3 nicht mehr wissen, was real und fiktiv ist und sich selber, obwohl man am virtuellen Tropf hängt, sich selber noch für real halten, weil man so oft im Internet auftaucht. Also, ich habe, was weiß ich, Taucher, so und so viele Klicks habe ich und ich habe so und so viele Friends im Internet, auf Facebook und das ist ja richtige Arbeit. Nicht? Wenn ich Facebook bedienen würde, das ist Arbeit und zwar Heimarbeit, wie im Erzgebirge. Ich arbeite für Facebook und werde nicht bezahlt von Facebook. Das ich halte die am Leben. Und die reden von Seelen. Ich hatte mal gehört, einen der Chefmanager von YouTube vor vielen Jahren, da hatten die noch nicht so viele User, glaube ich 500 Millionen. Er sagte, unser Kapital sind die 500 Millionen Seelen. Das Kapital sind die Seelen. Im Internet kommt es darauf an, wie viele User ich habe, dann habe ich die Finanzierung. Aber gerade 9-11 ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie man so etwas medienwirksam inszeniert. Weil ich meine, es hatte ja schon eine Planung dahinter gesteckt, die Flugzeuge mit 18 Minuten Unterschied in die Türme rasen zu lassen, weil denen da schon klar war, dass ganz New York mit den Kameras auf diesen Türmen ist. Richtig, genau. Die Perversion ist ja da dann erstmal richtig deutlich geworden. Und von dem Moment an bin ich auch erheblich medienkritischer geworden. Ja, es braucht eben, es muss alles abgebildet werden. Und ich habe bei vielen Terroranschlägen auch gesagt, die dürfen nicht im Bild gezeigt werden. Man kann darüber berichten, aber es soll nicht im Bild gezeigt werden. Sie sollten, dürfen nicht im Bild gezeigt werden. Man tut es trotzdem. Und das, dann spielt man den Tätern ja letztlich, klar, in die Hände. Das sieht man jetzt gerade hier auch bei den George Floyd-Prozessen in den USA. Nach dieser grässlichen Szene, wie der umgekommen ist, wo der Polizist bei ihm auf den Nacken geknallt ist. Als dann die ersten Proteste waren in den amerikanischen Großstädten, hat man nur gesehen, die Leute, die irgendwelche Läden ausgeraubt haben, die Brandsätze geworfen haben, brennende Polizeiautos. Und es hat 3 bis 4 Tage gedauert, bis den amerikanischen Medien überhaupt klar wurde, zeigt die friedlichen Leute. Zeigt nicht diese Chaoten, diese 30, 40 Chaoten, die in der Gruppe sind, haben sie immer wieder gezeigt, anstatt sich auf die friedlichen Leute zu beschränken. Das haben sie jetzt gelernt. In einer Pandemie, während einer Pandemie, wo die medizinische Versorgung knapp wird, jetzt noch Massendemonstration, ist es auf beiden Seiten unverantwortlich. Ja. Natürlich, man muss Protest aus, unbedingt, aber nicht indem man Märsche macht, sondern das muss anders geschehen. Das war ein Riesenfehler. Und wie viele Menschen das noch das Leben kosten wird. Das auch krank machen könnte. Ne? Das wissen wir gar nicht. Niemand kann sich in den USA medizinische Versorgung so richtig leisten. Die meisten können gar nicht zum Arzt gehen. Ja, und die medizinische Versorgung ist generell auch gar nicht gegeben für so viele Leute. Ist gar nicht gegeben. Es ist ja keine, wir wissen nicht, ob es eine zweite Welle gibt. Wir wissen nicht, ob sie Ärger wird oder nicht Ärger, ob ein Virus mutiert oder nicht. Das können wir überhaupt nicht sagen. Wir wissen nur, dass schon am Anfang, nach 2 Monaten, unser System fast zusammenbricht. Also es aller Orten geöffnet werden muss. Sie könnten eine zweite Welle, sollten sie nochmal einen Shutdown machen, das würde niemand überleben. Richtig. Also jetzt über bildlich gesprochen, wirtschaftlich gesprochen. Also hat man sich weiter für die Globalisierung entschieden und gegen das menschliche Leben. Denn es ist ja letztlich alles nur ein Effekt der Globalisierung. Ich muss zu einer Konferenz nicht reisen. Nee. Ich kann es per Skype machen oder ähnlichem. Es ist doch nicht nötig, einen Halbstunden-Vortrag, um die halbe Welt zu bewegen. Die Kreuzfahrtschiffe, das ist eine Perversion mit Tausenden von Leuten. Das ist doch pervers. Nicht? Und natürlich musste jeder noch nach Ischgl reisen, zu einer Zeit, wo es schon klar war. Es war mir klar, Anfang Januar,
als die erste Meldung kam, dass das eine Pandemie wird. Da haben alle noch gesagt, ja, wir müssen mal gucken und aufmerksam gelassen bleiben. Ja, das, ob das überhaupt nach Europa, das überhaupt vom Menschenübertrag auf Menschen ist, das wissen wir ja nicht. Ne? Dann hat man sich mit Schutzmasken, ach, das hilft nicht. Und all diese Sachen, da, obwohl das längst schon klar war, hat man drum herum geredet. Dann hat man gemerkt, es geht nicht, Shutdown geht nicht. Also weiter Globalisierung und weiter Verbreitung auch des Virus. Man sieht einfach, was kommt. Und zum Glück sind es, oder in Anführungszeichen zum Glück, tötet es ja nur Menschen in meinem Alter. Also die Arbeitsfähigen, da sind wir wieder bei Karel Čapek, der weißen Krankheit, die werden ja alt und können zur Not auch nochmal die Kriege der Zukunft führen. Richtig, richtig. Ja, jetzt wird's gruselig. Wir kommen in den Gruselfaktor rein doch irgendwann. Was sollen die Politiker machen? Wir sind ein föderalistisch organisiert. Sie können im Grunde nichts machen. Sie geben Empfehlungen und sie sind ja selber eigentlich unfähig mental. Also sie sind auf ihre Staatssekretäre angewiesen, auf die Mitarbeiter in ihren Ministerien. Und das ist dann sehr oft ein bürokratisches Chaos. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Es fing irgendwann an, politische Posten zu besetzen nach Kameragesicht oder was auch immer oder nach Parteiproporz und nicht nach Fachpräsenz und nach Kenntnis. Nicht? Und ab dem Moment konnte plötzlich ein Wirtschaftsminister, konnte Rechtsanwalt sein, musste von Ökonomie überhaupt keine Ahnung haben. Nee, der dann aber an die großen Reden zu halten. Der hatte ja seine 25 Staatssekretäre um sich rum, die immer ihm die Reden vorbereitet haben. Der hat ja im Endeffekt nichts mehr gemacht als nichts gemacht, nein. Ein Mediengesicht. Aber die Zuschauer merken das natürlich, ob einer kenntnisreich ist oder nicht. Und das trägt letztlich auch zur Globalisierung bei. Die Nationalstaaten lösen sich so oder so auf. Das Kapital ist weltweit. Es ist virtuell vor allen Dingen. Und letztlich trägt auch solche Krisen zum langsamen Zerfall der Nationalstaaten bei. Je mehr die Leute schreien, schließt die Grenzen oder keine Ausländer oder so, umso schneller wird letztlich auch der Prozess der Globalisierung. Ja. Es gibt überall Nationalismen, die tauchen überall wieder auf, aber sie sind zeitlich begrenzter Natur und werden den geschichtlichen Prozess auf keinen Fall aufhalten. Der läuft ja, ist programmiert. Ich glaube auch, dass die Bürger, also die normalen Menschen, mittlerweile intelligent genug sind, um sich nicht mehr auch alles bieten zu lassen. Ne? Das wird heutzutage auch. Wir haben zumindest viele Informationsquellen. Richtig. Natürlich auch Verschwörungstheorien klar. Ich habe selber einen im Bekanntenkreis, der lebt also nur von diesen YouTube-Verschwörungstheorien. Der erzählt mir also da immer Dinge, wo ich dann sage, immer, Junge, informier dich doch bitte woanders. Geh doch einfach alles. Ja, soll ich denn CNN gucken? Ja, sage ich dann, nicht nur CNN. Guck CNN, guck BBC, guck irgendwelche anderen Sender noch dabei. Informier dich aus Zeitungen. Zeitung geht ja gar nicht. Ne? Also ich trage ja nachts Zeitungen aus und ich muss dann ja auch donnerstags die Zeit austragen. Und wenn ich dann meine Zeitungsaustragekollegen höre, die dann immer sagen, boah, die Zeit, wie kann man denn sowas lesen? Weißt du, wie man sowas lesen kann? Das nimmt man sich samstags vor und dann liest man bis samstags abends ein paar Artikel, die einen interessieren. Da hat man den ganzen Tag dran gelesen und dann hat man was gelernt. Ja, ist doch scheiße, was da drin steht. Ja, klar. Lest Bildzeitung, das ist einfacher. Das habe ich in 10 Minuten durch, das geht. Also die gibt es auch noch. Also wir sind leider nicht die Mehrheit, noch nicht. Allerdings. Aber gerade wir zeitungslesenden Menschen, wir werden aussterben irgendwann. Ich merke das selber. Ich hatte vorher 500 Kunden pro Nacht, jetzt sind es noch 300. Es wird anders. Ja. So, jetzt haben wir einen sehr negativen Punkt erreicht. Sollen wir noch irgendwas Positives zum Ende? Ich gucke mal auf meine Liste. Ich habe noch eine schöne Liste. Ich hab ja alles vorbereitet. Ja. Ich bin ja ein was Mensch. Wäre da noch, ist da noch eine besondere oder ein besonderer Punkt? Ja, ich habe da so einen Punkt, den haben wir eben mal kurz angestrichen.
Wenn ein Rolf Giesen in der heutigen Zeit geboren worden wäre, mit den heutigen Möglichkeiten, was wäre aus ihm geworden? Das weiß ich nicht. Ich sage jetzt mal, Sie wären heute 20 Jahre alt. Ja, also auf jeden Fall hätte ich geschrieben, aber wie ich geschrieben hätte, das weiß ich nicht. Also Schreiben war wahrscheinlich immer die Hauptbeschäftigung gewesen. Und leider nicht so erfolgreich. Fiction geschrieben, mehr im Sachbuch. Aber ich hätte das wahrscheinlich gemacht. Das historische Interesse wäre auch gewesen. Ob das Interesse an den lebenden Bildern so groß gewesen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, ob mich das als Kind, was heute läuft, so beeindruckt hätte. Es hängt immer auch vom Elternhaus ab, ob die Eltern eine Affinität dazu hatten. Das ist, glaube ich, die wesentliche Grundlage, also die Begeisterung der Eltern für so etwas. Und wenn man das selber, aber heute entdecken die Kids das alles selber. Das heißt, die Eltern können ihnen in den neuen Medien da überhaupt nicht helfen. Die wissen ja, die Kids wissen viel mehr als wir von der älteren Generation. Früher heißt es so, der alte Weise, das ist heute genau umgekehrt. Nicht die Altersweisheit zählt letztlich gar nicht, weil wir eine Zeitenwende haben, der man schnell sein muss. Alles muss schnell. Ich muss Leute überholen, wenn ich Auto überholt, unbedingt schnell fahren. Mhm. Ich muss Leute schnell reinlegen, übers Ohr hauen, muss schnell sein. Geld, Money muss schnell. Es muss alles wirklich schnell. Der Sex muss auch schnell sein. Es ist also alles Turbo-Effekt. Es ist alles eine enorme Beschleunigung. Und es ist kein Genuss mehr so richtig dabei. Es ist die Quantitäten sind so enorm, dass sie die Qualitäten überdecken. So viele Bilder, so viele Texte. Es ist richtig Arbeit, sich da durchzuwusten. Also nicht mehr das Gefühl für das Besondere und für die Qualität kommt durch die Quantität, leidet unter der Quantität. Ich sehe es nämlich jetzt auch so bei vielen Blog-Kollegen, die jung sind, also die jetzt so um die 20, 30 Jahre alt sind, die arbeiten dann eben mit Headlines, die wirklich dann Clickbait sind. Ne, so, geh auf meinen Artikel, ich habe da eine ganz tolle Headline und dann liest man diese Artikel und sie haben inhaltlich erstens mal nichts zu bieten, die haben, wenn die über Filme reden, die haben keine Idee. Die erzählen die Geschichte des Films kurz. Dann steht da drunter, ja, der ist toll und das war's. Ja. So. Ja. Und die machen dann 10.000 Klicks, 20.000 Klicks. Ja. Und die fragen mich dann immer, deine Artikel finde ich langweilig. Nee, sag ich, die sind nicht langweilig. Sag ich, du musst dich nur darauf einlassen, du musst dir mit Gedanken machen. Es ist nicht einfach nur, ich sag dir nicht, der Film ist gut, der Film ist schlecht. Mehr halt Influencer, die zur Bewerbung eines Produkts weiter, sie machen Kassetten, das ist toll alles, so viele Seiten und ist auch blutig und das reicht dann. Also die Zeit, sich näher einzulassen auf Hintergründe einer Produktion, auf die Macher und was weiß ich, auf die Begleitumstände, die ist überhaupt nicht mehr gegeben. Also ich habe das Gefühl, ich schreibe eigentlich wirklich nur noch für meine Generation. Das ist wahrscheinlich so. Ne? Also das ist wahrscheinlich so. Ist eigentlich schade. Unvermeidlich. Ja. Schade, dass die Jungen nicht nachwachsen. Obwohl mein Sohn, der liest meine Sachen zumindest. Das ist ja schon mal etwas. Da gibt es immer die, dann wie Fahrenheit 451, die dann irgendwelche Texte noch auswendig. Was ein Glück, dass wir die jetzt noch haben. Ja, dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich habe mich zu bedanken für das schöne Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, das ist auch schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen persönlich. Ja. Weil, wie fühlt man sich denn so als einziges Ehrenmitglied von Evil Ed? Oh. Ja, hier auf dem Dorf, bei der Gartenarbeit merkt man das eigentlich. Merkt man das nicht mehr so. Ja, ich meine, wir hatten ja noch ein zweites. Ich bin nur noch mehr mit Natur. Es ist so weit weg, aber es freut mich natürlich immer noch, dass wir dadurch im Gespräch sind. Das ist schön. Wir hatten ja noch ein zweites Ehrenmitglied, das war Wes Craven, aber der ist ja leider verstorben. Das war verstorben. Also mit Wes Craven in einem
Boot zu sitzen, ja, ist doch schön. Okay. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Herzlichen Dank. Grüße nach Düsseldorf. Ja. Prima. Grüße also an alle, die mich kennen. Also Sie kennen ja auch ein paar Leute, die mich kennen. Und die sollen sich ruhig mal wieder bei mir melden. Ich lebe nämlich. Werde ich gerne machen. Und umgekehrt auch. Ich bin jederzeit ansprechbar. Alles klar. Also, ciao dann. Danke. Tschüss. Evil Act Special, der Interviewcast.